Hallo und einen wunderschönen guten Abend. So, ihr seht, ist gerade noch mein Stundenplan. Und ihr hört schon, an meiner Seite ist der sagenhafte Nils. Der wird heute als Kommentator zuerst dabei sein, danach spielt er selber. Schon mal ein paar Tricks und Tipps vom Profi abgucken. Richtig. Nein, wieso denn? Was mache ich jetzt aus? Was hat er jetzt? Sehr gut, das ist das, was ich will. So, das sieht Immer man sehr sehr gut. interessant, von 8 bis 9:30 Uhr erkennt noch jetzt die Sprache und Schrift. Ja. Das geht sogar noch bis 11:15 Uhr. Also, freue mich Genau. auf jeden Fall sehr zusammen. Unbedingt einschalten, es macht grandios viel Spaß. Ja. Ich werde gleich übrigens, also ich muss ja den Discord streamen als Bild, damit man Hennings Pfeile sieht. Also Henning guckt dann mir zu und streamt das in Discord und Hennings Stream von Discord stream ich auf Twitch. Dann sieht man Hennings Pfeile, die er setzt und so weiter, könnt ihr euch da unterhalten. Und dann habe ich den Stream auf meinem zweiten Bildschirm, da lege ich dann ein Handtuch drüber, damit ich da gar nicht draufschauen kann, das wäre blöd. Also wenn am Ende Cat Obviously hier Haushoch gewinnt, dann Genau, wisst ihr auch ein das bisschen, was passiert ist. Also ich habe auch gerade schon gesagt zum guten Olli, dass er heute ganz schön unter Druck stehen wird als Inhaber, damit er richtig. auch weiterkommt. Ah, Da bin ich mal gespannt, was Erik da macht. da dürfen wir alle drauf gespannt sein. 8:27 Uhr, die kommen alle sehr pünktlich heute. Ich mache noch mal kurz ein Foto für die Insta-Story. War ich natürlich auch. Eigentlich hätte ich noch einen Co-Kommentator heute, den lieben Henning, aber irgendwie, ja, jetzt hat er schon einfach verschlafen, der gute Mann. Einiges unterwegs. So, machen wir so. Zack. Wenn ich nachher spiele, Olli, ne, muss ich dann Ja. irgendwie einfach nur das Feld antippen, wo ich mich hinziehen will, oder wie läuft das da ab? Machst du es übers Handy oder auf dem Laptop? Am Tablet. Am Tablet, genau, dann tippst du einfach auf die Figur und dann da, wo du hinziehen willst. Und für die Rochade musst du auf den König tippen, nicht auf den Turm, das ist wichtig. Alles klar. So, dann noch bei Cap Obviously. So. Ah. Endlich spannender Content, schreibt Philippe. Hoffentlich. Hoffentlich ist es spannend. So, noch einmal. Zack. Ja, klar. Queen's Gambit, gute Serie. Aber mal gucken, ob wir das erwarten dürfen. Dann kann ich hier mein Handy aufladen. So, 18:29 Uhr. Es fehlen noch mindestens mein Gegner. Ja, der Bischof Franzke, das ist schon. Ja, das hat ja schon ordentlich Angst. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich schreibe dir mal schnell über Discord, weil über WhatsApp ist Erik nie zu erreichen. Vielleicht ist es auch seine Taktik, einfach auf Zeit zu spielen. Natürlich auch. Ah,
Hoppala. Das wollte ich nicht so. Vielleicht auch eine ganz gute Taktik, um mich unruhig zu machen. So, ich bin wieder drin. Ein bisschen den Discord ist irgendwie nicht noch einmal raus. Ja, das ist ganz komisch, das kenne ich. Ah, ich glaube, man hört dich im Stream noch gar nicht. Sag jetzt mal was. Hallo? Ja, man hat dich bis jetzt gerade nicht gehört. Das war gut. Ich hole schon mal irgendwie ein Handtuch, was ich dann gleich über meinen Fernseher lege. Hört man mich jetzt im Discord? Ja, Im im Stream? Stream. Jetzt hört man dich, ja. Ja, das ist ganz komisch, kenne ich. Ah, ich glaube, ja, man hat sie bis jetzt gerade nicht gehört. Das war gut. Ich wollte schon mal irgendwie gleich über den Fernseher legen. Hört man mich jetzt im Discord? Ja, jetzt aber. Mach am besten den Stream auf leise. Ja, mach ich doch. Die Zuschauer wollen das Doppelte hören hier. Alles Klar. klar. Alles klar. Erik schreibt, er braucht noch 5 bis 10 Minuten. Dann machen wir ein bisschen. Dann spiele ich mich schon mal ein. Dann spiele ich einmal eine Runde gegen Random. Hast du eigentlich einen Premium-Account? Natürlich habe ich einen Premium-Account. Sonst kann man halt nur irgendwie 3 Spiele gegen Freunde oder so am Tag spielen. Das ist halt nervig. Ich bin weiß. Machen wir denn? Weiß schon gar nicht mehr, was er machen soll. Ja, der ist schon gleich platt. Schach. Ja, jetzt gibt er auf, pass mal auf. Der zieht seine Damen vor, Boah, aber das guck sehe mal, ich. der ist 130 Punkte über mir. Der hat 957 und ich habe 823 Elo. So, so sieht man mich vernünftig. Sehr gut. Ich mache mich gleich noch ein bisschen klein, Also ne? Dame auf D7 wäre jetzt die beste Wahl. Das denke ich auch. Komm, nehmen wir mit. Ah, der Bauer ist hanging. Da muss ich gleich aufpassen. Kann einfach den Bauern hier schlagen. Ohne Konsequenzen, aber ich glaube, das macht er nicht. Der will, glaube ich, weiterentwickeln. Oh, Philipp ist auch schon Chat. Hey, natürlich Hallo. Portugiesisch, Philipp. Oder einfach auch die gute polnische Eröffnung. Die ist natürlich ganz gefährlich. Also Philipp, bereite dich schon mal auf die polnische Eröffnung gegen mich vor. Jetzt greifen wir hier schon mal. So. Wow. War ganz entspannt. Ich mache jetzt noch nicht ernst hier gegen eine Random, wo ich gleich ein Turnier vor mir habe. Hey Marie, wie geht's dir? Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit diesen Pfeilen kannst du sozusagen planen, wie du deine nächsten Züge machen willst oder wie. Genau, da kann ich jetzt, also
wenn ich jetzt einfach, da kann ich einfach Szenarien durchspielen. Zum Beispiel kann ich jetzt überlegen, wenn der nach da geht, dann schlage ich den oder sowas halt. Ach so. Was will der wohl da? Vielleicht wahrscheinlich hier rein. Ich denke, der wird jetzt den Zug machen. Wenn das macht, gehe ich hier hin. Okay. Warum will er mir den schenken? Frage dich bei jedem Zug, was will er nur, der Neumal dumm? Der Neumal klug. Ach so. Jetzt bin ich mal wirklich verwirrt. Warum will er mir den schenken? Will er mit der Dame hier Stuff machen? Ich nehme das einfach mal an. Ah, okay. Das nächste suche ich mir den Bauern. Oh nee, der ist. Aber ich muss das echt sehen, dass der hier vom Fuck die Läufer geschützt ist. Ich denke die ganze Zeit, der ist ungeschützt, aber stimmt gar nicht. Ja, der muss erstmal seine Dame jetzt bewegen oder seine Dame ist weg. Ja, nach hier wird er wahrscheinlich gehen oder hier hin. Vielleicht sogar hier hin. Ich denke nicht, dass sich sein Turm einsperrt. Komm, Meister, mach irgendwas. Ja, der wartet. Ja, der ist eingeschüchtert, der gibt gleich auf. Der ist gerade auf einer anderen Schachseite und macht das gegen den Bot und guckt, was der Bot macht. Swish33DV hat Angst. Der guckt nebenbei deinen Stream. Ja. Gute Idee eigentlich. Dankeschön, holy shit. Und so lange, das hat er jetzt. Gehe ich jetzt noch hier hin? Also der Zug war ja auch von ihm sehr schwer, ne? Stimmt, das ist natürlich richtig. Komm, ist eh nur ein Schwachsinnspiel. Ich probiere mal was aus. Wenn er darauf reinfällt, dann lache ich. Kann ich auf irgendwas reinfallen? Eigentlich nicht. Komm, schlag die mit der Dame. Ja, der braucht es mal ein paar Jahre, bis ja. Er wieder spielt. Er hat ja gerade schon 2 Minuten überlegt, wo er seine scheiß Dame hinstellt. Und dann ist er ein Feld weitergezogen. Ja.
Also wenn er das, den Springer halt nicht schickt, dann hole ich mir hier den Läufer. Ach, hole ich mir den Läufer. Aber es handelt sich wahrscheinlich auch nur noch um Jahre. Ach stimmt, das habe ich gar nicht gesehen mit dem Läufer. Ja, das ist halt alles, was ich mit dem Zug erreichen will. Und dann mache ich auch noch auf den Lauf hier als nächstes Druck. Zack. Ja, vor allem, der kann ja jetzt nichts dagegen stellen, ne? Nee, eben. Also. Also der Läufer ist erstmal weg. Beziehungsweise er könnte den halt, also wenn er den hier, hier oder dahin stellt. Nee, der überall ist er weg, außer auf den Feldern. Nee, und hier ist er ja auch weg, also muss er hier, wenn er den Läufer nicht verlieren will. Ja. Mein Gott, spiel ich ja auch mal, ey. Oder er nimmt natürlich noch einen Bauern mit. Das ist natürlich auch mal eine gute Idee. Ja. Und lässt sich dann von deinem Turm schlagen. Ein Bauer ist auch sehr viel wert. Also man darf sowas nicht unterschätzen, so einen guten Tausch. Das stimmt natürlich. Kriegt man, so einen Tausch kriegt man auch nicht immer. Also sieht man auch nicht alle im Target. Das ist richtig. Hallo. Hey, hallo. Ja, was geht? Da bin ich. Hallo? Hallo. Ja, okay. Ich habe mir nur eben die Nase geputzt. Okay, ihr könnt mich hören. Erik, bist du schon bereit für dein grandioses Spiel? Nicht wirklich. Du hörst dich irgendwie wenig motiviert an, alles gut? Ich, nee, nicht wirklich. Ich bin nicht sonderlich motiviert. Ich fühle mich nicht so geil, muss ich zugeben. Okay. Aber hey, legen wir los. Ja, ich warte seit 2 Minuten darauf, dass Swish 33DV. Ich bin jetzt einfach. Komm. Kannst du dich einfach quitten? Ich kann quitten, aber dann verliere ich 5 Elo-Punkte. Oh nein, 5 Elo-Punkte. Tja. Ich meine, du hast 820, das ist lecker, ne? Machen 5 ist doch nicht so einen großen Unterschied, das passt doch. Ach ja, ist das so. Ja. Warst du heute auf dem Freiplatz? Ich war auf dem Freiplatz, ja, oh. Aber ich, also ich war von 2 Uhr bis 5:30 da. Ja, willst du dich einfach quitten, Olli? Ja. Was ist denn jetzt hier mit Henning? Ja, das ist eine gute Frage. So. Ja, ich weiß, wer du bist. Ich weiß nicht genau, muss ich sagen, warum du dich Ole genannt hast, aber you do you, schätze ich. Gut. Hey, bloß, fordere dich heraus. Ja, der ist ganz anonym unterwegs. Alles klar, ich fordere dich heraus und dann mute ich oder deff ich uns beide im Chat. Im Discord, ja. Dann hört man uns nicht mehr, aber man hört Nils. Okay. So soll es auch sein, ne? Der ja alles kommentiert und interpretiert. Welche Regeln haben wir? Irgendwas Besonderes? Wie viele Spiele machen wir? Best of 3. Na gut. So, zack. Dann decke ich mal eben mein Dings zu, damit ich nichts sehe. So, meine lieben 5 Zuschauer, ihr könnt natürlich auch gerne einen Follow da lassen, damit ihr hier obviously auch ein bisschen unterstützt, ne? Das natürlich. Ist ja wohl ganz klar. Alles klar, Erik, dann viel Glück, ne? Dann hören wir uns gleich. Warte mal. Da kann man doch. Wie geht das? Hä? Kann man nicht so komische, bei Twitch so komische Abstimmungen machen?
Ach so, du meinst, ob ich, dass ich eine machen soll, wer gewinnt? Ja. Ich weiß nicht, wie das geht. Kann man das als Mod überhaupt? Als Mod geht das. Ich mache das einfach eben selber. Ich weiß ja, wie das geht. Bin ich auch Mod? Ich bin Mod, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich kenne mich mit der Mod an sich auch nicht aus, muss ich sagen. Erstmal eine schöne Werbepause. Nein. Abstimmung. Verärger nicht deine Zuschauer. Warum macht man die denn? Nee, Vorhersage. Ja, ist eine gute Frage, Josh oder Ashley. So, Vorhersage startet jetzt. Dann gehen wir wieder hier rein. Das schließe ich. Nee, das schließe ich nicht, aber da gehe ich halt einfach nicht drauf. Das sieht man ja am Stream, wenn ich da drauf gehe. Play a Friend und Vita Eveto. Alles Ja. klar. Dann deffe ich uns eben vorher. Viel Glück, ne? Bis gleich. Ja, dir auch. Ich spiele übrigens als Random. Ich weiß, dass man mich noch hört. Ich spiele als Random. Zack. Ich teile eben meinen Bildschirm. Dann musst du nicht auf den Stream-Delay warten. Dann kannst du schon direkt sehen, was passiert.
Ach scheiße, jetzt hab ich im Stream gehört, ne? Sorry. Boah, das war blöd. Wie habe ich den Baum übersehen? Wow. Wow, wow, wow.
So, jetzt müssen wir nicht wieder hören, Nils. Ich bin aus irgendeinem Grund aus dem Server rausgegangen. Ich weiß nicht genau warum. Jetzt sollte es wieder gehen. Yes! So, Hallo. da sind wir wieder. Hallo. Olli. Olli? Ja. Mich hört keiner im Stream, obwohl ich ganz im Discord bin. Ja, jetzt auch nicht. Naja, wäre Weiß ich schwierig, nicht. wenn Olli die ganze Zeit deafened ist, Ach, ne? stimmt, weil. Stimmt, die hören ja nur das, was ich höre. Oh, da habe ich nicht dran gedacht. Deswegen, weil mich hört niemand. Oh, das ist ein guter Einwand. Wie machen wir das denn anders? Dann gehe ich einfach. Dann, ah, nee. Ja, doch, dann gehe ich einfach raus. Dann kannst du halt nur mit ein paar Sekunden Verzögerung halt kommentieren. Aber dann gehe ich einfach in einen anderen Voice-Chat. Aber nee, dann hören die dich ja auch nicht. Also, warum müssen wir denn überhaupt im gleichen Voice-Chat sein? Ich kann auch einfach rausgehen und ihr bleibt im gleichen.
Ja klar, aber also ich möchte ja Nils nicht hören, damit er nicht theoretisch also, mich ja, auf. Okay. Sonst ich setze einfach mein Headset ab und mache das halt auf ohne Lautstärke, dann muss man mir halt vertrauen, dass ich das ist, glaube ich, das Beste. Dann machen wir das so, dann setze ich jetzt beim nächsten Mal ein Headset ab und lasse dich einfach an. Dann mache ich die Lautstärke. Ist das, Spiel, erste, ist das erste Spiel jetzt zu Ende, oder was? Das erste Spiel ja, ist. Ja, ja, Olli hat gewonnen. Das erste Spiel habe ich, ja, hab ich gerade gewonnen. Oh, ich gehe mal kurz auf die, wie heißt die Seite? Chalonge, hier, it just happens. Was? Ach nee, das ist. Das war die. Nee, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja, okay. Passt schon. Gut. 1-0 für mich. So, Olli, du nimmst einfach dein Headset ab und dann kann ich dann weiter quatschen. Genau, Erik defft sich und ich nehme mein Headset ab und dann machen wir das so. Alles klar. Dann gehe ich jetzt auf Revanche, Erik, dann müsstest du jetzt weiß sein und dann. Nur Olli, irgendwie höre ich mich jetzt im Stream doppelt. Ja, ja, genau. Wenn du den Stream anhast, dann hörst du dich doppelt. Du musst den Stream halt ausmachen. Du musst den Stream halt auf leise machen. Genau. Also den, bei mir steht ja bei Discord, schaut ein Stream, ne? Ne, pass auf, du gehst damit jetzt in den Twitch-Stream einfach rein. Also, ach so. Den kannst du natürlich auch zugucken, ja. So, dann wird mein Internet auch ein bisschen besser. So, Erik wird gedefft, ich nehme mein Headset ab und dann machen wir das nächste Spiel. Oh, alles klar. Ich bin jetzt im Twitch-Stream und dann hört ihr mich einfach nur ein paar Sekunden verzögert. Alles klar. Okidoki, zweites Spiel, jetzt hört ihr auch mal endlich einen Kommentar von mir. Eins zum Beispiel für Olli. Mal gucken, wie es jetzt im zweiten Spiel wird. Queenspawn? Oh nein, das ist die eine scheiße Öffnung, gegen die ich nix kann. Fuck. Olli, man hört dich im Stream. So, auf geht's. Olli jetzt in schwarz, Erik in weiß. Erik bringt direkt mal seinen Läufer auf F4. Und setzte mit Olli unter Druck, aber er konnte das mit einem Bauern nach vorn. Beide schon wieder sehr schnell am Spielen, wie gerade auch schon. Olli setzt mal direkt das Pferd unter Druck und nimmt es auch direkt mit. Diesmal hat Erik direkt beide Läufer weit nach vorne schon gebracht und hat diesmal mehr Platz, um mit ihnen auch zu arbeiten, im Gegensatz zu gerade am Anfang. Das ist die Frage, was macht Olli jetzt? Er setzt seinen Bauern auf C5, um Platz für die Dame zu bekommen. Und er macht erstmal eine Rochade. Und Erik macht das gleiche.
Das ist halt jetzt die Frage. Olli nimmt erstmal, arbeitet er mit der Dame oder nimmt er doch eher erstmal seine Pferde weiter nach vorne und versucht damit zu. Er setzt erstmal den Läufer unter Druck und generiert damit halt auch so ein bisschen Platz hinten bei sich. Erik muss jetzt entweder seinen Läufer erstmal wegziehen oder den Bauern mitnehmen. Jetzt sieht man schon, beide überlegen deutlich mehr als gerade. Ich fand gerade, was ein sehr, sehr schnelles und hektisches Spiel. Lässt sich Olli auf den Tausch ein oder zieht er sein Pferd weg? Obwohl, nee, er kann das Pferd gar nicht wegziehen. Das ist gefangen, weil sonst ist seine Dame ja weg. Deswegen muss es da erstmal stehen bleiben. Er könnte natürlich auch gleich den Läufer mit seinem Bauern von H7 attackieren, dass er da halt irgendwie wieder Platz gewinnt, beziehungsweise er zieht seine Dame weg und dann hätte er natürlich dort auch aus diesen rein, ne? Jetzt ist mal die Frage, was macht Erik? Erik greift das Pferd an. Damit sind jetzt beide Pferde von Olli unter Beschuss, sag ich jetzt einfach mal. Haben wir auch mit. So, müssen wir mal gucken hier. Weiterhin beide Pferde unter Beschuss. Und Mr. Juicy ist back. Hallo, hallo. Er nimmt den Bauern mit. Und Olli versucht mit seinem Bauern die Dame von Erik zu attackieren. Das ist jetzt die Frage. Erik Situation.
G4K mit der Dame schießt, würde ihn das Pferd angreifen. H5 kann er auch nicht, weil sonst würde der Bauer ihn schlagen. Das heißt, er kann wieder zurück zu seinem eigenen Feld ziehen, der Dame. Weil alles andere macht auf jeden Fall keinen. Zieht ihn auf G3. Jetzt muss Olli gucken, welchen Angriff versucht er da wahrzunehmen, beziehungsweise ist er sein Vorhaben. Er zieht den Bauern auf B6. Ah, Erik könnte natürlich den Bauern mitnehmen. Oh. Einen Bauerntausch machen. Und Olli könnte mit diesem Bauerntausch natürlich daran auch seinem Pferd direkt Läufer auf A4 attackieren. Ah ne, das könnte er doch. Sonst verliert er wieder seine Dame. Zieht seine Dame weg und bietet den Damentausch an. Frage ich jetzt, ob Erik drauf eingeht. Weil wenn er den Damentausch eingeht, dann könnte Henning auf jeden Fall auch den Bauern mit. B6 steht. Erik nimmt die Dame mit. Frage, womit schlägt er ihn mit dem linken König? Hat jetzt beide Türme nebeneinander stehen. Er könnte jetzt natürlich weiterhin das Pferd auf F6 mitnehmen. Oh. Und wird damit seinen Läufer gegen Pferd abgeben. Oh fuck. Olli noch ein Läufer und zwei Pferdchen. Wow. Erik noch ein Pferdchen und zwei Läufer. Das ist halt immer die Frage. Max-Sache, wo man eher hielt. Von eher der Läufer oder der Springer-Typ ist. Und er setzt erstmal das Pferd von Olli auf D7 unter Druck. Zack! Zeit. Bei Olli noch 7 Minuten 40 auf der Uhr und bei Erik noch 7 Minuten 38. Also in Zeitvolumen sind die beiden noch nicht. Ich habe das Gefühl, Olli ist in diesem Spiel eher in der defensiven Rolle und muss sich eher verteidigen. Auch wenig Akzente nach vorne setzen, um mal irgendwie in der Rolle des Attackierers zu sein. Mehr Zeit für den Zug. Oh fuck, Alter. Schaut seine Möglichkeiten an. Natürlich, er könnte den Bauer mitnehmen. B6. Im Sprint. War natürlich erstmal ein guter Tausch für Erik, der ja den Turm von Olli hat und Olli dafür nur den Läufer bekommt. Scheiße, Mann. Danke. Eriks Bauer ist auf B4, der ist geschützt von den Bauern von C3. Wie gesagt, er könnte weiterhin versuchen, den Läufer auf G5 unter Druck zu setzen mit seinen Bauern. Oder halt mal, ich zu fragen.
Er setzt sein Pferd auf C2. Was macht Erik jetzt? Erik hat noch seine Türme beide. Versucht, um sein Pferd weiter erstmal nach vorne zu bringen und damit zu attackieren, aber viele Möglichkeiten hat er da auch nicht, weil der Bauer auf E4 auch da viel einfach mal kaputt macht, in dem Sinne, dass er da das Pferd schlagen könnte. Könnte eigentlich mit seinem Pferd auf B3 gehen oder halt B1 Sinn machen. Aber er zieht seinen Bauern auf A4. Und jetzt macht Olli das, was er gerade schon angesprochen hatte. Er zieht seinen Bauern auf H6 und versucht den Läufer zu attackieren. So, jetzt habe ich. Und Erik zieht den Läufer weg. Dann gar kein Problem. Und er hat weiterhin das Pferd, was er attackiert. Olli könnte weiter Druck auf den Läufer. 6 auf G5 zieht. Und so Erik müsste dann mit seinem Läufer auf G3. Ich habe ihn selber in die gute Position gebracht. Fuck, Alter. Das, und das ja macht er auch. Selbstverstümmelung hier schon fast. Und soll die nur gleich aufpassen, weil bei C7 steht natürlich sein Pferdchen und das müsste er jetzt. Mal gespannt. Was hinzieht, er könnte damit nach E6. Würde. Ah, dann verliert er den Turm. Gespielt von Erik. Könnte, ich wollte gerade sagen, er zieht sein Pferd auf E8 und schützt damit sein Pferd. Das ist sehr klug und somit verliert er Wert. Nimmt Erik jetzt den Tausch mit und sagt, nimmt das Pferd? Nee, er zieht sein Turm auf C1. Olli knackt gleich die ominösen 5 Minuten. Bei 5 Minuten 14. Und ist halt jetzt die Frage. So langsam, also ganz langsam, kommt vielleicht auch der zeitliche Aspekt rein und man muss nachher vielleicht einen unüberlegten Zug machen. Bereut. Noch ist alles offen. Erik steht ein klein bisschen besser durch den Gewinn des Turmes, aber sonst und einem Bauern mehr. Aber da ist noch alles drin. Erik auf A3. Beide wollen noch nicht den Läufer-Pferd-Tausch eingehen. Also beide warten da ab, was der andere macht, bis er den Zug wagt. Exakt. Ha, fuck you. Psych. That's the wrong number. Olli bewegt seinen Bauern auf H5. Uhr und bewegt seinen Bauern auf H4.
Und nach vorne. Wie antwortet ihr? Sein Läufer. Ja, weiter. Tauschen. Frage. Mal den Bauern. 3. Bleibt damit mit beiden Bauern an, die auf G und E stehen. Von Olli. Die Frage haben. Dass man nicht zu viele Bauern verliert, weil wenn so könnte, dass man sich eine Dame schafft. Jeder Bauer Gold wert. Das ist ja die Bauern. Okay, GG. GG. Plan. Zieht seinen Bauern ein nach vorne. Und geht somit den Tausch der beiden Bauern nicht ein. Das ist heutige 4 Minuten 5 noch auf der Uhr. Frage ist, was hat er gerade für Möglichkeiten? Sein Pferd ist jetzt durch den Zug von gerade jetzt nicht mehr unter Druck und könnte es somit wegbewegen. Und somit kann er auch sein Schutzpferd nach vorne ziehen und das macht er auch. Weil dadurch bekommt er gleich die Möglichkeit, auch mal beide seine Pferde zu aktivieren und gleich mal vorne etwas zu wagen. Weil, wie gesagt, Reihen von den Uhren her führt Erik und wenn er Zeit weiter runterspielen kann, dort ja weiter den Spielstein führt, dann gewinnt er die Partie und es geht zum Match. Bewegt seinen Bauern auf A5 und Olli versucht den Turm zu attackieren und fährt auf B5. Erik bewegt natürlich seinen Turm weg, oh, weil der möchte. Die Frage: Hier den Bauern? Ja, er macht, weil der ist durch den Läufer und durch seinen Turm geschützt. Und wenn Erik den mitnimmt, also wenn Erik das Pferd mitnimmt, dann verliert er beide seine Türme. Und wäre ein Gewinn für Olli auf jeden Fall. Olli attackiert den Turm und setzt den König ins Schach und gewinnt somit den Turm. Sehr guter Zug von ihm. Und damit führt er jetzt wieder spielsteinmäßig. Und jetzt ist Erik gefragt, was zu machen. Noch ein Turm, ein Pferd und ein Läufer. Und Olli noch 2 Pferde, ein Läufer und ein Turm. Also da auf jeden Fall jetzt vorne. Das große Problem ist auch, dass er einen Läufer nicht aktivieren kann, weil alles zugestellt ist. Er müsste erst wieder seinen Läufer auf H2 ziehen und dann auf G1 und dann erstmal seinen König wegbewegen, bis er da irgendwie mal überhaupt seinen Läufer. Also der ist eigentlich nicht zugestellt. Bewegte seinen Turm A3.
Oh, fuck. So, da bin ich wieder. Nehme ich jetzt Hallo. Die Blende hier ab. Boah. Holy shit. Ja, gut gespielt, Erik. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht deine Bestform war. Aber, zwei Züge habe ich missklickt, aber. Boah, das ist super eklig, Alter. Ich meine, ich habe mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so sehr darauf konzentriert. Ich habe zwischendurch meine Mails gelesen, Slay the Spire gespielt, etc. Ja, das habe ich gesehen und ein bisschen befürchtet, aber gut. Wie gesagt, ich kann mich nicht unbedingt konzentrieren zurzeit. Ich habe eine ziemlich anstrengende Woche hinter mir. Ja, wie gesagt, alles gut. Also, aber ja, gut gespielt. Hast mich toll geschlagen. Danke. Und mir was irgendwie insgesamt was 40 Elo-Points abgezogen oder so. Ne? Hä? Hier, Bearbeitung. So, Olli, da ist das Ding durch. Jawohl. Okay. Fand's. Alex, bist du gerade im Stream? Dann lass uns Stellaris spielen. Alex schreibt, der Disrespect von Erik. Oh. Puh. Ja, es war halt auch eine aussichtslose Situation, ne? Ja, gut, aber Ende. Die ist ja aufgetreten, weil Erik bist in einer halben Stunde, Philipp? Ja, der hat Angst. Ja, kann ich verstehen. Okay, dann los. Ja, ja, Erik, danke fürs Mitspielen. Kein Ding. Vielleicht ja im nächsten Schachspiel nochmal. Vermutlich eher nicht. Alles klar. Okay. Ciao. Ciao. Gut. So, dann müssen wir jetzt ein bisschen hier überbrücken, Olli. Ja, also Philipp hat gerade geschrieben, der braucht noch eine halbe Stunde. 20 Uhr hat er geschrieben. Ja, oder 20 Uhr? Ich schreibe 20 Uhr, ist gut. So, Zuschauer, dann sag doch mal, wie fandet ihr denn das erste Spiel? Ich putze einmal ganz kurz die Nase. So, ich gehe einmal ganz kurz in die Analyse. Ich komme jetzt. Ja, alles gut, Philipp. Wenn du noch brauchst, dann brauchst du noch. So ist es halt. Ich gehe einmal kurz in die Analyse. In die Analyse, sagt er. Jo. Schau mal, das habe ich auch die ganze Zeit im Gefühl gehabt. Hier war die ganze Zeit Erik total im Vorteil. Der hatte mich hier mega unter Druck hier hinten. Ja. Und das habe ich auch gesagt. Also, ich hatte am Anfang wirklich das Gefühl, du warst nur in der Defensive und konntest halt gar nicht angreifen. Und der hat ja auch spielsteintechnisch am Anfang geführt, wo er deinen Turm hatte.
Ja, da hatte ich richtig Angst, irgendwie sein Alter. Pferd oder so. Da habe ich da auch gedacht, ich so, okay. Holy shit, das wird aber was hier. Da habe ich gedacht, das könnte noch wirklich mal extrem spannend werden. So, aber ja. Dann, ich weiß gar nicht, 2-3 Züge oder so hat er dann seinen Läufer oder seinen Turm ihm weggeschmissen und dann konnte er nichts machen. Ja. Ja, das war super blöd. Das habe ich auch gesehen. Was, oder, was war das? Wenn er hier irgendwie was gemacht hätte, das wäre super eklig geworden. Weil dann hat er hier meine Dame gehabt. Aber gut. Genau, der Damentausch. Und hier. Das war halt richtig gut gespielt. Ja, Felix, da hast du. Ja, der hatte sich immer irgendwie in der Bedrohung, ne? Genau, die ganze Zeit war der hier richtig am Drücker. So, das perfekt rausgespielt, alles gut. So, wo war das? Irgendwo hatte dann, der hatte den Turm hier gezogen und den anderen hier. Und den hat er dann weggenommen und dann konnte ich hier alles reinbuttern. Das war sehr eklig. Ja, da. Genau, hier noch alles gut. Und dann hat er das gemacht. Und dann hatte ich halt hier die Oberhand. Weil ich halt dann hier drei gefunden hatte. Ja, das stimmt. Ja. Oh, das war halt. Puh. Ja, am Ende konnte er nichts mehr machen. Hättest du die Dame geholt, dann wäre vorbei gewesen, aber. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und das war halt erstmal die eine Sache, das war halt der größte. Dadurch hat er halt das Spiel abgegeben. Durch den hier. Ja. Und er hatte, ich habe es ja auch gesagt, die ganze Zeit hatte er seinen Läufer zugebaut. Seinen Läufer auf G3. Das habe ich konnte auch er gedacht. Die ganze Zeit nicht spielen, weil er hätte wirklich erstmal einen riesen Umweg gehen müssen und hinten am König vorbeigemusst, bis er den überhaupt wieder hätte aktivieren können. So. Ja, das war halt, durch die Spielweise einfach ist das dann irgendwie gekommen. Genau, hier war halt, ja, der Turm weg und dann, das habe ich auch gar nicht verstanden, warum war das, nicht das, sondern das hier. Das habe ich gar nicht gecheckt. Habe ich auch nicht verstanden. So, weil, keine Ahnung, wenn er den jetzt, wohin hätte er den ziehen können? Ach. Ah, oh, fuck. Ey, das ist Philipp, hallo. Hi. Hallo. Ach, hierhin? Fragezeichen. Ja, okay, der Turm, der war sehr eingemauert. Aber, mein Gott, das ist passiert. Ja, gut. Ich glaube, aber ich fand auch, dass ihr beide sehr, sehr schnell gespielt habt. Also, gerade am Anfang echt? So. Weil ich hatte, ohne lange überlegen, also. Ja, gut, die Eröffnung, die habe ich halt gelernt. So, das Kings Indian und Portugiesisch natürlich auch. Portugiesisch for the win. Aber ich glaube, wenn er hier zu gespielt auch. Hätte, dann hätte er noch was reißen können. Irgendwie, weil der hatte noch drei Bauern übrig und ich noch den einen. Aber das wäre halt, es wäre schwer geworden. Also, war vielleicht die richtige Entscheidung. Und er hatte auch wahrscheinlich nicht so wirklich Lust, wie wir rausgehört haben. Ich glaube auch. Also man hat ihm angemerkt, dass er jetzt nicht so gut drauf war. Ja, aber ist auch okay. Jura ist ein fucking anstrengendes Studium, da mache ich ihm keinen Vorwurf. So, ich puste noch mal ganz kurz die Nase. Geil, Heuschnupfen. So, ich gehe schon mal auf chess.com und ich würde sagen, ich gebe die Moderation an den Olli ab. Ja, das würde ich auch sagen. Felix, hast du zufällig Lust, mit mir das Spiel zu kommentieren? Also ich mache doch mal einmal ganz kurz den Opener auf, damit man das wunderschöne Intro von Marie sieht. Wow! Hammer. So, also den Stream kann ich halt schließen hier. Genau. Und ich bleib... Okay, wie funktioniert das jetzt? Ich fordere Nils raus. Genau, du musst da aber noch was ändern. Ja, in den Regeln, ne? Genau, dann gehst du auf die Uhr und dann halt musst du 10 Minuten und Increment auch 10 Sekunden einstellen. Also Felix, wenn du Lust hast. Alles da, cool. Dann habe ich doch einen Co-Moderator. Sehe ich denn die Herausforderung von Philipp in dem Posteingang oder wo sehe ich die? Du siehst die unten rechts auf der Seite, die steht immer unten rechts. Wenn ich auf der Startseite bin? Ja, genau. Also, die siehst du schon. Okay. So. Warte, oh Mann. Was muss ich auswählen? 10 Minuten und dann 10-10 genau, eigentlich, oder? Genau, du kannst da unten was selber eingeben. Da ist so... Okay. Dann machst du bei Minuten 10 und bei Increment auch 10, bei Sekunden einfach gar nichts. Ich bin gespannt.
So, und jetzt hat dir, glaube ich, schon eine Freundschaftsanfrage geschickt. Ich weiß nicht, ob du die schon angenommen hast. Ja, ja, ich habe schon gestern angenommen. Oder heute irgendwann, ja, ja, keine Ahnung. Und dann forderst du den einfach raus und dann sagst du mir, wenn es soweit ist. Dann wirf mal eine Münze. Du kannst einfach auf random gehen, tatsächlich. Okay, dann gehe ich auf random. Na gut. Das war hier die Chess.com-Funktion. So, wo geht das denn nochmal? Live-Chess hier? Nee, warte. So, kannst du auch rein. Oder hoffe ich, dass es so geht, ansonsten... Ja, also Nils, nimm die einfach an, die Anfrage, und dann... Ich habe noch nichts bekommen. Aktualisiere mal. Genau, einmal auf... Ja. Seite neu laden. Sonst kannst du auch, wenn du willst, sonst, Philipp, kannst du einfach in den Discord den Link schicken. Dann gehen die jetzt halt drauf und dann passt es. So, also ich bin jetzt hier drin. So, jetzt sollte es gehen. Ich aktualisiere nochmal. Ja, sonst, Philipp, schick einfach den Link in den Discord. Das ist, glaube ich, besser für alle. Schicke ich dann in Lobby eben. Jawohl. Ja, ich gucke im Discord. So. Ja, jetzt will er mich auf die App hier leiten. Kann ich nicht einfach auf die Internetseite? So, nee, der will mich immer auf die App leiten. Oder kann ich dir sonst eine Einladung schicken, Philipp? Probier mal. Wahrscheinlich auch, ja. So. Freunde einladen. So, ich hab dich jetzt eigentlich, warte mal, 10 Minuten, muss man sonst noch was einstellen und Bedenkzeit, oder was muss ich noch einstellen? Genau, pass auf, du gehst auf die Uhr, dann bist du nur stehen. Ja, 10 Minuten. Nicht ganz, sondern du hast da noch mehr rechts, und also neben 30 Minuten steht ja, da mehr. Besteht noch, ach so, ja. Da gehst du drauf und dann unten hab bei der blauen Uhr gehst du auf Minuten, da musst du 10 eingeben und bei INC auch nochmal 10 eingeben und dann auf OK. Zehn Minuten. Und dann bei INC nochmal 10? Ja, genau. Das bedeutet dann Increment 10, also dass du für jeden Zug nochmal 10 Sekunden geschrieben bekommst. Also ich habe jetzt 10 Minuten ausgewählt, dann nochmal bei Minuten, wo es unten stand, 10 und bei INC 10, ne? Genau, dann musst du auf OK gehen. Habe ich? Steht da jetzt oben bei so. Dir 10, 10? Ja. Alles klar, dann gehst und du auf Philipp Play steht Friend. Da und da spielt Spielen. Genau, Play Friend. So. Gehst du bei Philipp drauf, Philipp. Funktioniert das? Ja, habe ich eigentlich gemacht. Du musst erst auf Spielen gehen, dann sucht er mich. Und dann kriegst du die Dings. Jetzt habe ich es gemacht. Er sucht dich jetzt. Dann sollte ich die Herausforderung jetzt eigentlich kriegen. Hoffe ich. Ansonsten schick nochmal den Einladungslink hier rein dann. Ja, genau. Du kannst einfach, wenn du nochmal zurückgehst, gehst du auf Challenge-Link. Ich weiß nicht, ob du das auf Deutsch hast oder so. Und dann kopierst du einfach und schickst den entweder an mich über WhatsApp oder so oder halt an Discord, je nachdem, wie du das mit iPad machst. Hallo Felix! Hallo! So, ich mach's nochmal.
bekomme damit die Probleme, das wäre ja ganz schön unangenehm. Mhm. So, wie finde ich jetzt den Einladungslink? Sorry, ich bin das erste Mal auf der Website. Also du gehst auf Spielen, dann auf neues Spiel. Dann machst du das mit der Zeit, was du gerade gemacht hast. Ja, dann da steht halt, das habe ich jetzt nochmal gemacht und da steht Schnellschach versus Philipp, Suche. Und dann rattern da die Bilder. Sonst, du kannst es auch, sonst warte, geh mal kurz auf Discord und streame ich dir das eben. Auf Discord. Ja. So, das siehst du jetzt, ja? So, hier machst du einfach, steht das bei dir auch so? Ist okay, ich habe die Dings gesehen. Ich habe die Einladung. Wunderbar. Dann gehe ich auf Live-Chess. Ihr seid jetzt im Spiel drin? Genau. Oder? Ja, also ich wunderbar. Bin drin. Ich sehe es, alles klar. Dann darf ich euch viel Glück an euch beide. Bis gleich. Alles klar, bis gleich. Viel Glück. Bis gleich. Ich mute mich. So. Ah, dann mache ich noch mal eben eine neue Abstimmung. Vorhersage. So, Felix, kannst du alle sehen? Ja. Sehr gut. Da sehen wir schon direkt, Nils hat jetzt noch keinen Fehler gemacht, aber man sagt ja, die Springer erst, die Läufer dann, so fängt man die Entwicklung an. Das heißt, man will eigentlich zuerst die Springer rausbringen, damit man danach den Läufer schützen kann. Nochmal die Möglichkeit zu tippen, wer gewinnt das zweite Spiel, Philipp oder Nils. Hier, Philipp hat mir schon gesagt, dass seine Lieblingseröffnung ist, einfach den Gegner nachzumachen. Das macht er mit Schwarz immer. Ich höre irgendwie alles doppelt. Woran kann das liegen? Weißt du das? Was soll ich? Bin mir nicht ganz sicher. Ich mach mal erstmal den Rhythm-Bot wieder aus. Das funktioniert nicht. Das ist total eklig. Ich glaube, das zieht mein Internet ziemlich runter. Ist immer noch, oder? Das ist echt krass. Das Board ist perfekt achsensymmetrisch hier. Das ist so super eklig von Philipp. Ich hasse das. Das ist total komisch, dagegen zu spielen. Hey Sören, wie geht's dir?
Jetzt wird Nils 100 pro Deni machen. Alles gut, alles bestens. Ich leide ein bisschen unter dem Heuschnupfen, aber das ist ja nichts Neues. Das hört man wahrscheinlich auch raus, wenn ich viel rede, kann ich mir vorstellen. Wie steht es bei dir zum Philipp? Die spielen gerade ihre erste Partie und du siehst, es steht bis jetzt gleich auf. Beide haben bis jetzt beide ihre Läufer verloren, aber sonst noch nichts. Das war jetzt vielleicht... Ach, das ist unglaublich. Boah, ich hasse es, gegen Philipp zu spielen, das ist krass. Die Sache ist eigentlich, hat Weiß dadurch immer einen Vorteil, weil Weiß halt ein Move voraus ist quasi. Das war jetzt ein Fehler, denn jetzt kann Nils ja einfach mit der Dame den Springer schlagen und wenn Philipp das gleiche macht, dann ist seine Dame weg. Genau. Das heißt, wer ist mit dem Discord? Das ist Felix. Den kennt man aus Rainbow hauptsächlich. Mit mir zusammen. Und den kennt man auch so. Ist halt Persönlichkeit. Also der richtige Move von Nils wäre jetzt auf jeden Fall mit der Dame auf G4 zu schlagen. Dann kann Philipp da nicht mehr einfach nachäffen. Oh, das tut weh. Das tut natürlich weh. Ja, er schützt hier seinen eigenen Springer, aber den hätte er einfach mitnehmen können. Der lag ihm da so... auf dem Silbertablett dargeboten. Ja, und jetzt kann halt Philipp auch einfach wieder kopieren. Richtig. Ja, das ist einfach Nils. Du bist gemein, Sören. Also ich gehe fest davon aus, dass Philipp das so lange runterspielt, bis es nicht mehr geht. Das wird super. Also. Ja, der Move wäre jetzt halt einfach die Königin zurückzubewegen. Den Springer zu schlagen. Und Philipp bricht sein Muster. Philipp bricht sein Muster. So, was kann Nils jetzt machen? Nils will jetzt wahrscheinlich... Kann E6 spielen. Ja, E6 wäre der perfekte Zug, um sich hier den Turm zu schnappen. Dann ist er schon mal auf jeden Fall sehr im Vorteil. Ja, und er sieht's. Sehr gut. Sehr, sehr stark. Und da hat Philipp jetzt da zu knabbern. Jetzt kann Nils auch wieder diesen Springer angreifen, der da komplett ungeschützt rumsteht. Und das macht er auch. Ah, vielleicht nicht die sicherste Variante, aber mit einem Turmvorsprung geht das schon in Ordnung, denke ich. Oh, was übersehe ich? Ja, jetzt kann Nils sich einfach den Springer mitnehmen. Oh Mann, das ist echt schlimm mit meiner Nase, oder? Das hört sich total lächerlich an, wenn ich rede. Sehr gut. So, Philipp versucht jetzt hier seine Bauern vernünftig aufzubauen, damit er da
die nach vorne losschicken kann. Aber die beiden Bauern hier von Dienst, die stehen sehr stabil. Da ist der nächste Angriff hier auf diesen Bauern und danach auf den Turm. Da wäre es wahrscheinlich der beste Move, den Turm hier einfach zur Seite zu ziehen, um diesen Bauern zu schützen. Ich höre mich selber reden und es widert mich an, weil es so komisch klingt. Ich hasse es, Heuschnupfen zu haben, das ist so ein Fluch. Ja, doch, ist okay. Er schützt den Bauern, greift gleichzeitig noch den Springer an. Eine Überlegung wäre jetzt natürlich F6, den Springer zu spielen das und Schach zu setzen. Sehr stark, ja. Und wenn der König sich dann falsch benimmt, oh, der sieht es, wow, Moment ja. Mal. Jetzt kann uns doch nicht, nee, der kann uns nicht hören, der sieht die Züge selber. Oh, sehr stark. Jetzt muss er ihn zur Seite nehmen, den König, und wenn er den jetzt falsch setzt, dann kann Nils sich in die Dame schnappen. Dann setzt er mit dem Springer einfach nochmal in Schach. Die Dame. Ganz genau. Was macht er da? Jetzt, oh, und jetzt kann er sich hier... Ja, das war ein Fehler. Jetzt darf nur den Springer richtig setzen und dann ist das Ding hier... aber ganz schnell gegessen. Da wäre die bessere Möglichkeit dann wahrscheinlich auf eins von diesen Feldern. Nein, den will ich sehen. So. Ah, und Nils sieht es leider nicht. Nils holt sich da den Bauern, das ist okay, aber der Bauer ist halt auch von der Dame geschützt, so. Ja. Ich weiß nicht, was ich von dem Zug halten soll. Aber selbst wenn sich Philipp diesen Bauern jetzt holt, oh, hier steht, klar, Matt in 14 Zügen. Das sieht man natürlich als durchschnittlicher Mensch. Oh Mann. Absolut logisch. Sorry, wie bitte? Absolut logisch. Ja, und jetzt kann Nils sich hier den Springer irgendwo hinstellen, wo er es gerne haben möchte. Und kann ihn gut positionieren, um sich die Dame vielleicht holen zu können. Denn dann gibt es hier entdecktes Schach. Ja, ist eine solide Möglichkeit. Jetzt kann der König natürlich nach hier hingehen, einfach auf G8 und setzt damit den Springer unter Druck. Aber absolut richtig reagiert hier von Philipp. Sonst mit König auf E8 hätte man hier eine... Also, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Oh, Matt in 6 wird hier vorher gesagt. Auf G5 zu schlagen wäre hier sinnvoll. Ja. Wenn ich hätte man auch über das Springeropfer nachdenken können und mit der Dame schlagen, um wieder Schach zu setzen. Oh ja. So, jetzt kann Nils theoretisch, aber der muss sich hier gar keine Sorgen machen. Sein Springer ist nämlich von der Dame noch geschützt. Er könnte theoretisch mit dem Turm gehen auf F5, um hier den... nee, das ist Schwachsinn. Das sollte er besser nicht machen. Aber Nils hat hier jetzt im Grunde alle Freiheiten, hat sich einen ordentlichen Vorsprung aufgebaut und die Dame steht da auch alles andere als sicher. Ja, der Balken sagt, das war okay, der Zug. Jetzt kann Nils sich hier den Springer zurückholen und greift gleichzeitig den Turm noch an. Und er könnte mit dem Turm theoretisch auf F5 gehen. Er macht so absolut nachvollziehbar. Und jetzt wird es langsam eng für Philipp. Langsam hat er keine Figuren mehr. Nils hier noch schön mit zwei Türmen, Philipp nur noch einen. Das ist die Folge von der Springergabel, die wir vorhin gesehen haben. Philipp holt sich in den Bauern, auch eine gute Entscheidung. Aber jetzt ist natürlich hier... Oh, Matt in 3 wird hier gesagt. Matt in 3.
Ja gut, jetzt hast du natürlich den Turm plus und ist da einfach nochmal sicherer. Ich glaube, den Turm hier auf F5 zu stellen wäre das Bessere gewesen. Stand hier. Ja, Rook auf F5. Der König muss nach H4. Und dann... Dann... H6. Ach, keine Ahnung. Ich will auch gar nicht mehr so. So, jetzt kann jetzt sich hier. Ich glaube, ich würde das machen. Ja. Er holt sich jetzt die Bauern hier nach und nach. Ist im Grunde keine schlechte Idee. Das Problem ist nur, das hilft ihm jetzt. Also, er könnte hier schon etwas länger den König einfach viel, viel mehr unter Druck setzen. Jetzt muss jetzt hier vielleicht aufpassen, dass er sich hier nicht noch ein schnelles Schachmatt fängt. Von Philipp, wenn er jetzt einen Fehler macht und er den König hier hinziehen lässt, dann wird das ganz schnell ganz eklig. Oh. Und Philipp das sieht mit dem König und der Dame, dann könnten wir hier eine sehr überraschende Wendung erleben. Ja, er sieht es leider nicht. Ey, Freddy, hallo. Ja, Nils, hallo Henning. Henning ist auch da. Nils schützt hier weiter. Oh, und jetzt zieht Philipp hier zurück. Und wenn er das hier gleich spielt, den König auf G3, dann wird das vielleicht nochmal spannend. Also König auf G3 wäre ein ziemlich guter Zug. Vielleicht doch nicht, vielleicht ist es auch Schachmatt. Kann auch sein. Schach wird geboten. Nils muss jetzt hier in die Ecke. Aber das bringt Philipp jetzt auch nicht so wirklich was. Jetzt hast du den König zwar in der Ecke, aber... Philipp ist da auch ziemlich gefesselt. Das stimmt, ja. Ja, jetzt muss nur noch... Ach, genau. Da ist es doch matt. So, ich hole die beiden wieder rein. Ah, hallo. Gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. GG. Du bist bei mir sehr leise, sagt Frederik Janssen. Ist das korrekt? Dann mache ich mich lauter im Stream. Zack. Ja, Philipp, ich habe bei dir eventuell was gesehen, aber also es war sehr spät im Spiel. Theoretisch. Also erstmal natürlich gut gespielt. Starkes Spiel von allen. Hier theoretisch. Dankeschön. Wenn du hier reingegangen wärst und Nils jetzt, sage ich mal, nicht sofort irgendwie Schach geboten hätte, sondern keine Ahnung, sowas hier macht, dann ist es hier matt in einem. Wie, ja. Am Anfang war ich total verwirrt mit deinem Affenschach, ne? Ehrlich, das war der Plan. Willst du mich verarschen, oder was? Es war so gut. Hier die ganze Zeit. So, aber hier jetzt ganz kurz, was du einfach jetzt machen können, den Springer hier starten. Ich wollte Philipp schon mal anfangen, wollte ich ihn matt setzen, mit meinem Pferd, was irgendwie rechts stand. Dann wollte ich meine Dame auf H7 setzen. Und dann war mein Springer irgendwie auf G5 und dann wäre eigentlich schon vorbei gewesen. Aber dann war irgendwie mein Pferd weg und dachte mir so, scheiße. Jedenfalls, also hier in der Situation, da stand es noch, also da war noch komplett alles spiegelverkehrt. Hättest du einfach das Pferd hier geschlagen, hätte Philipp das nicht mehr spiegeln können, weil wenn er zurückgeschlagen hätte, hättest du halt die Dame mitgenommen. So. Aber gut, das war das erste Spiel. 1-0 für Nils. Dann würde ich sagen, geht einfach in die, also einfach auf Rematch. Ich habe Revanche gefordert. Genau. Alles klar. Dann geht's sofort weiter. Ich darf euch wieder viel Glück, euch beiden. Danke, auch so. Dankeschön. Wünsche ich auch. Bist du jetzt auch noch dabei, Henning? Oder? Oh, ja. Alles klar. Oh, wow, hallo. Also, möchtet ihr mich etwas ins Bild bringen, was ich alles verpasst habe heute? Also, Erik ist sehr unmotiviert reingekommen und hat 2 Spiele gegen mich verloren. Okay.
Ja, das wobei er das zweite mehr oder weniger auch weggeschmissen hat. Ja, das, also beim ersten hat er doch gekämpft und so, hat mich auch eigentlich ganz gut in Schach gehalten. Schön portugiesisch von Philipp natürlich hier an der Stelle. Aber, Ah, das habt ihr doch trainiert. Richtig, das haben wir trainiert. Nee, aber dann hat Erik Ingvinata halt einen Fehler gemacht und danach das Spiel weggeschmissen. Und, ja, das ist schade. Ah, okay. Dann habe ich ihm angeboten, dass er vielleicht beim nächsten Schachturnier mal dabei sein kann. Er hat gesagt, ja, lieber nicht. Aber ist auch okay. Bin ich's oder nicht? Hallo. Schön, dass du dabei bist. Du siehst hier hochklassigen Spitzenschach. Ja. War das jetzt gerade das erste Spiel? Oder? Das war gerade das erste Spiel, ja. Nils führt jetzt 1-0. Okay. Also natürlich auch mit Weiß gewonnen, aber trotzdem. Ja. Philipp, ich hasse es, gegen Philipp zu spielen. Der hat einfach die ersten 20 Züge oder so, hat er einfach nur Nils gespiegelt. Das war super. So gegen sein. Was denn? Was? Was hat Nils denn gemacht? Weil gegen manche Eröffnungen ist es echt gut, das selber zu machen. Irgendein Opening, das er mit Sicherheit nicht kennt. Also, das ich auch nicht mehr beschreiben könnte. Ah, okay. Das war Läufer auf C4 und dann hier mit dem Springer irgendwie so. Und dann mit der Dame hätte er da was machen können, aber naja. So, Philipp ist jetzt hier, oder Nils jetzt weiterhin. Ich drehe mal wieder das Brett. Und ich Philipp immer oben. Das ist ganz hilfreich. So, da Nils sich schon direkt schön den ersten Läufer hier gesnackt, weil sich Philipp dazu entschieden hat, den nicht zu schützen. Oder den zwar zu schützen, aber halt Läufer gegen Bauer ist natürlich ein Verlust. Nils spielt den Bauer nach vorne und damit sperrt er sich hier ein bisschen seinen eigenen Läufer ein. Er sollte jetzt wahrscheinlich den Bauern hier auf... Also das wird er nicht machen, weil das ist jetzt kein Zug, den du direkt spielst. Aber langfristig sollte er den Bauern einen nach vorne rücken, damit er hier den Läufer noch ein bisschen rausbringen kann. Und jetzt greift er hier das Zentrum an, natürlich mit dem Hintergedanken, dass er die Dame noch da hat. Mal schauen, was Philipp darauf antwortet. Beste Zug wäre vermutlich E5. Einfach abtauschen. E5? Ja. Das kann sein. Sonst kann der Springer kaum irgendwo sinnvoll hin. Oh, und jetzt lässt er sich Philipp hier auch noch den Springer wegnehmen. Schlag ihn, Oppassor, bitte, Nils. Wenn du irgendwas bei mir gelehrt hast. Komm schon. Das wäre sogar besser für Nils, weil der Bauer eh nicht viel macht. Und vor allem der Bauer ist von der Dame geschützt. Komm schon, Nils. Wenn ich dir irgendwas bei mir... Ich muss sagen, ich sehe Oppassor auch nicht immer. Das ist so tricky. Nein, es ist nicht tricky. Ja, du verbringst aber auch 95% deiner Zeit generell beim Schachspiel, damit zu gucken, wie du irgendwie Oppassor vorbereiten kannst. Stimmt, das ist richtig. Ah, fest in den Springer, ist auch nicht schlecht. Oh, Habu! Finde ich langweilig. Jetzt Philipp seinerseits mit einem Angriff auf die Dame. Garde, sagt man auch. Nein, den kann er halt wegnehmen, dann ist ein Tausch. Den Läufer, sagst du? Ja. Ich hätte wahrscheinlich den Läufer gegengestellt. Vier Figuren tauschen und das hilft mir jetzt ja, weil eine Figur voraus ist. Ich weiß auch nicht, ob vor allen Dingen. Ja, jetzt sollte die jetzt hier einfach den Spieler schlagen. Einfach hier, um die Struktur ein bisschen zu zerstören. Und auch sonst. Er kann ja mit der Dame schlagen. Ja, das stimmt. Stimmt wohl. Ja, sehr gut. Jetzt tauscht den. Oh, und der steckt mit dem Bauern. Naja, der Läufer ist immer noch angegriffen. Das stimmt. Und jetzt kann jetzt sich den auch einfach schnappen hier.
Ja, ja, und jetzt. Nils hat jetzt schon einen sehr, sehr starken Vorteil. Drei Figuren, das ist eine Menge. Nils könnte jetzt die Dame tauschen, das macht er auch direkt. Sehr gut reagiert. Ach, jetzt. Einfach so viel Kopf. Henning, kannst du das bitte ein bisschen weiter vom Bild weghalten? Oh, es tut mir leid. Jetzt hängt da noch ein Bauer, also das sieht gar nicht gut für Philipp aus. Ja, das wird wahrscheinlich... Oh, schlag ihn auf, pass auf, komm schon! Bitte! Ah, oh, buh! Ja, okay, Schach ist wahrscheinlich auch ganz gut. Kann halt den Bauern schlagen, wo er nichts verliert, oder er kann auch was ausschlagen. Nochmal Schach von Nils. Und der fängt jetzt schon an, obwohl hier die Hälfte seiner Figuren noch an ihrem Startplatz steht, sehr viel Druck zu machen. Das war wahrscheinlich ein Fehler von Philipp, denn der Springer ist ja immer noch geschützt. Sehr gut reagiert von Nils. Möglich wäre auch direkt wieder Schach zu geben. Jetzt, also weil hier ist jetzt alles verbarrikadiert, jetzt könnte Nils einfach mit dem Läufer hier hin und das oder so. Ja, das machst du, glaube ich. Aber Nils hier mit dem Läufer auf D6 könnte natürlich auch ordentlich Druck auf den König ausüben. Der dann hier... Mhm. Nee, gar nicht. Der müsste dann hier hin. Ja. Oder nach H2. Nee, da steht der Läufer dran. Das Problem ist, dass mit den zwei Türmen Philipp jetzt auch nicht mehr super viel Druck aufbauen kann. Ja. Machen halt beide auch nicht viel. Und jetzt kann jetzt einfach mit dem Turm auf B8 Läufer schützen. Noch besser wäre A4. Damit schützt er den und kriegt einen Bauern. Jetzt Schach vor. Ja, ich glaube, Philipp. Matt in 11 für Nils. Das hat er wahrscheinlich gesehen. Ja, okay. Und Philipp gibt im Grunde auf. Achso, ich mute mich wieder, sorry. Das ist gut. So, hier Schach, jetzt kann man theoretisch spielen, das macht nur gar keinen Sinn. Kann natürlich gut den Springer da opfern. Klar, ist das berüchtigte Springeropfer in Zug 25 von der portugiesischen. Jetzt Schach auf. D3 wird tiefer sogar Sinn machen. Jetzt kann dann den Türmen halt eigentlich einfach die Leiter machen. Ja, ja, ja. Das ist keine Leiter, das ist eine Leiter. Nennt man das nicht so? Nee, das ist das, wenn du so im Zickzack hochgehst. Nee, das ist Staircase. Das meine ich, ja. Staircase, du hast recht, alles gut. Dann Nils kann jetzt hier mit dem Turm auf. Da kann er den Turm aber. Achso, nee, der ist geschützt. Nee, ja. Genau. Der ist durch den Springer geschützt. Oder so, auch absolut vernünftig. Jetzt ist hier Matt in 3, komm schon jetzt. Das ist nicht super kompliziert. Ich will ihn erst noch demütigen. Sehr gut, und das war's. Jetzt hat er es gesehen. Und Schachmatt. So, ich hole die beiden wieder rein. Gutes Spiel. Hallo. Hi. Wen ist das Portugiesisch gespielt? Ja. Also, erstmal Glückwunsch natürlich an Nils. Das würde ich auch so sagen. Vorkämpfen konnte ins Halbfinale. Gut gespielt. Chess.com. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Analyse. Nils, du bist noch gemutet, wir hören dich also nicht. Hört ihr mich? Jetzt hören wir dich. Jetzt. GG. GG. So, hier natürlich ganz klassisch, oh, Portugiesisch, böse. Ist eine böse... Ich habe aber auch einfach Polnisch 2 Runden gespielt, ne, das ist halt einfach böse. Ja, das ist natürlich doppelt böse. So, hier eigentlich soweit alles richtig. Ja, außer, genau, das war nicht so wirklich richtig, aber mein Gott. Holy shit, leckt das bei euch auch so? Das ist ja ganz eklig. Ne, bei mir leckt's nicht. Das ist so super langsam alles. Genau, Philipp, da wäre es wahrscheinlich insgesamt besser gewesen,
Also erstmal halt, hier hast du halt jetzt einfach deinen Springer geschenkt. Hier. Ja, ich weiß. Warum? Hast du keine Lust mehr oder was? Also eigentlich, ich bin, muss ehrlich sagen, das erste Game hat Spaß gemacht, aber beim zweiten war mir so, ja komm, mein Gott, du verlierst eher, also es ist wurscht eigentlich. Das ist, ja gut, aber dafür hat Nils immerhin auch eine 77,8%ige Genauigkeit. Was heißt das? Ach, hier steht sogar sudden, a close game that was lost by a mistake. Das heißt, dass du in 77% der oder 78% der Fälle den bestmöglichen Zug gespielt hast. Damn. Das ist schon krass. Ja, und dafür, dass ich seit 7 Jahren kein Schachspiel gespielt habe, oder? Nils, pass auf. So ist es. Ich erkläre dir mal kurz was. Wenn das hier passiert, hier, wenn Bauer hier 2 nach vorne geht und neben deinem Bauern steht, da gibt es einen besonderen Zug. Der heißt en passant, da kannst du hier mit dem Bauern im Vorbeigehen schlagen. Ja, Philipp, das musst du jetzt alles merken fürs nächste Mal. Ganz klar. Nein, das erzählt er immer. Das hat er mir, als wir gegeneinander gespielt haben. Das ist das Allerwichtigste. Solltest das nächste Schachturnier einfach nur en passant nennen. Ja. Ich würde es ja. Ja, weil ich euch en passant einfach fertig mache. Polnisch, oh. So, dann war dann, guck mal, dann hättest du hier, boah, wäre in einer guten Position gewesen. Von noch der Dame geschützt. Wunderschöner Zug, leider nicht gesehen. So ging es weiter. Sommer da. Ja, ja. Was heißt denn auch mal? Ja, auch mal heißt, dass du eigentlich um 20 nach 6 Uhr kommentieren wolltest. Ich habe aber gesagt, ich komme ein bisschen später. Ja, wow. Ja, ein bisschen später. Da hast du deinen Namen alle Ehre gemacht. Ich habe dir die Zeit vergessen. Naja, jedenfalls. Also, warum höre ich eigentlich alles doppelt? Ich weiß nicht, Felix hat auch mal doppelt. Du musst den Stream muten. Ja, genau. Ich kein Stream auf. Oh. Also bei mir war es gerade doppelt, als ich den Stream in Discord auf hatte. Den habe ich jetzt gemutet, jetzt ist nicht mehr. Gut. Das war, das waren zwei ganz wundervolle Partien. Eine sehr knapp, die andere ja nicht so. Die eine gar nicht, ja, richtig. Mann, aber, Mann, ja. Mann. Also man muss sagen, von Nils in der ersten Partie sehr gut die Möglichkeiten erkannt. In der zweiten Partie auch gut gespielt, jetzt ohne große Gegenwehr, aber das sei mal so dahin. So ist es. Ja, Philipp, danke fürs Mitspielen. Du kannst ja bis zum nächsten Schachspiel noch mal ordentlich was lernen und ordentlich und so. Ja, mal gucken, ob das passieren wird, aber also ich bin wahrscheinlich dabei, aber mal schauen, ob ich was lernen werde, ist eher so die andere Sache. Aber ich freue mich schon, wenn ich die nächsten Wochen dann einfach kommentieren kann. Das, ja, das ist natürlich noch besser. Habe ich jetzt einen Kommentator, der mir zur Seite steht? Ja. Schrägstrich, der vielleicht Felix zur Seite steht. Ja, könntest du theoretisch einfach du und Felix kommentieren. Dann mache ich ja gerade deine Partien können wir ja. Genau. So, gegen wen spielt jetzt gegen Olli oder wie sieht es genau aus? Nächste genau. Nächste Woche ja. Freitag. Beide Halbfinale direkt hintereinander weg. Must-See-TV könnte man sagen. Oder Must-See-TTV, heißt ja Twitch.tv. Frederik gegen Henning und Nils gegen mich. Das wären auf jeden Fall Oh Gott. Ganz spannende Partien. Und Fredde und ich, rest in peace. Na, mal gucken. Wer auch immer von euch das Halbfinale verliert, mal gucken, das erfahren wir ja erst nächste Woche, der darf dann vor dem Finale nochmal im Spiel um Platz 3 antreten, um die endgültige Reihenfolge hier festzulegen. Ich habe mir überlegt, beim nächsten Turnier mache ich wahrscheinlich ein Losers Bracket. Mit den Viertelfinalisten, die halt alle rausgeflogen sind. Oder Achtelfinalisten, je nachdem, wie viele Leute Lust haben. Damit das noch nicht komplett vorbei ist. Alles klar. Ich bin dann auch wieder raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles klar, dir auch. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ist Fredde noch da? Fredde müsste noch im Stream sein, ja. Fredde hatte gerade... Ist Fredde noch im Stream? Fredde hat gerade eine Werbepause. So, Nils hat gewonnen. Zack. Überhaupt irgendwie jemand da? Also ich bin da. Also laut Chat sind 5 Zuschauer da. Freut mich. Das freut mich auch. Ja. Ich verstehe dich übrigens nicht, Olli, wenn du was sagst, ne? Ja, hab ich. Hä? Warum nicht? Also ich zumindest verstehe dich nicht. Seid ihr Olli? Habe ich eigentlich hier schon meine, meinen Gewinn bekommen, weil ich auf dich gesetzt habe, Olli?
Den hast du schon bekommen. Also, was heißt, den hast du bekommen? Das Problem ist, dass niemand auf Erik gesetzt hat. Das heißt, ihr habt einfach alle euren Einsatz zurückbekommen. Ja. Frechheit. Ich hab 1500 Tech-Punkte gesetzt hier. Ja, da wusste die Fanbase genau, was zu tun war. Schade. Schade, sagt er. Ich wollte eigentlich die großen Cap-Points. Naja, damit du dann das nächste Mal, wenn ich wieder Liegestütze drin habe, damit du mich töten kannst. Genau das. Dass ich dir jede Dreiviertelstunde schön 10 Liegestütze drücken kann. Das Ding ist so, die ersten 3, 4, 5 Stunden ist es gar nicht so schlimm, aber danach ist halt eklig. So. Aber ich war am Anfang so verwirrt von Philipps Affenschach. Ich dachte so, Alter, das ist safe mit Olli abgesprochen. Und irgendwann mache ich einen dummen Fehler. Aber ich dachte mir so, hä? Ich bin weiß. Eigentlich kann mir nichts passieren. Das stimmt halt. Das ist halt der große Fehler. Das stimmt generell meistens im Leben. Wow. Das war... Das sagst war. Du. Boah, ne, das war... Aber hat mir gefallen. Und beim zweiten Spiel war ich einfach nur verwirrt. Weil ich mir so dachte, hä? Wieso schenkt der mir so viel? Ja, das habe ich am Anfang auch. Am Anfang habe ich gedacht, das sind einfach Fehler. Aber dann hat er halt einfach beide seine Türme nacheinander geschenkt. Dann habe ich gesehen, okay, er gibt hier im Grunde auf. Aber mein Gott, soll ihm auch vergönnt sein. Jo. Ich habe ihn ja eh so ein bisschen dazu überredet mitzumachen, ähnlich wie bei Erik. Was für ein Zufall, dass genau die beiden rausgeflogen sind. Naja. Gut, dann würde ich fast sagen, ist der Schachstream hiermit vorbei. Bist du noch da, Felix? Wollen wir vielleicht, wenn ihr Bock habt, irgendwie 2 gegen 2 oder sowas machen? Können wir gerne machen. Bei Chess. Nils, bist du dabei? Ja. Ja, wir können auch Free for All. Das können wir probieren, jo. 4 Spieler Schach spielen, aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Oh. Dann mach ich also, ich wäre bei 2 gegen 2 schon dabei. Lass uns mal einmal free, also. Okay. Ich mache aber einmal ganz kurz den Stream aus, damit ich das als Turniervideo hochladen kann. Weil natürlich dann, das mindestens 5 Millionen Leute. Wie funktioniert das denn jetzt? Also, ich gehe wieder auf chess.com und dann. Ich lade euch gleich einfach alle ein. Gut. Ich bin auch kurz für irgendwie 10 Minuten weg, dann schickt mir gleich mal eine Einladung und bin ich wieder da. Alles klar. Dann okay. Ich bin auch sofort. Ich muss kurz duschen. Sind 8 Leute da? Wisst ihr was? Nee, das. Was? Scheißegal. Das passt schon. Gut, dann gehe ich schon mal auf Home und ich guck mal, wie das hier mit dem 4-Spieler-Schach läuft. Four-Player-Chess. Play. Wo kommen denn hier Freunde? Wie geht das denn hier? Play. Nein, ich will nicht gegen Randoms spielen, ich will mit meinen Freunden spielen. Wie geht das denn? Kann ich euch so einfach einladen? Nils, guck mal ganz kurz. Und Felix, ob ihr jetzt eine Einladung gerade bekommt. Ah, nee. Remove Friend, Unfollow, Send Message, Find Games. Wenn das jemand weiß, dann schreibt das mal gerne in den Chat rein. So, ich bin wieder da. Hallo, Nils. Hallo? Hallo, hörst du uns? Ah, jetzt. Jetzt kann ich euch einladen. Nils, wie heißt du nochmal? Nils917 oder so, ne? Hallo? Digga. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ja.
Okay, perfekt. Okay. Nils, wie heißt du nochmal auf chess.com? Nils901 oder so, ne? Ja, irgendwie sowas, irgendeine Zahlenkombination, was noch frei war. Ja, ich brauche aber die genau, sonst kann ich dich nicht einladen. Ich hab's doch als Freund, du Dulli. Nils901. Hä, wieso kann ich dich nicht einladen? Ich kann nur Felix einladen. Vielleicht, weil nur Felix online ist oder so. Bist du gerade online? Nee, ich gehe gerade online. Ich bin sofort online, warte. So, jetzt bin ich online. Aus irgendeinem Grund kann ich gucken, ob ich Henning einladen kann. Also jetzt müsstest du mich einladen können. Weißt du, was sehr, sehr witzig ist? Jetzt bin ich gespannt. Die erste Partie gegen Philipp waren 32 Züge und die zweite auch. Ah, die erste hat sich wesentlich länger angefühlt. Krass. Die funktioniert gleich alle gegen alle. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Im Prinzip wie normales Schach. Ja, nur halt mit 4 Seiten irgendwie. Ja, und du musst nur bis in dieses Mittelfeld laufen und dann kannst du schon deine Bauern promoten. Genau, auf dem 8. Feld okay. Werden deine Bauern zu Damen. Oh Mann. Kann ich denn noch Leute einladen? Du musst halt extrem aufpassen, weil du sehr schnell matt gesetzt werden kannst. Ja, weil theoretisch können dich einfach 3 Leute halt fokussen und dann wirst du halt super schnell matt gesetzt. Nee, das kann ich mir vorstellen. Noch Leute einladen. Ich muss eventuell nochmal einen neuen Raum aufmachen. Ich glaube, ich kann den erst aufmachen, wenn Henning zurück ist. Der braucht wohl noch 10 Minuten, meinte der. Ja, ja, ich weiß. Invite. Also mich solltest du jetzt eigentlich inviten können. Du wirst mir aber noch nicht als online angezeigt, tatsächlich. Also ich kann dich nicht einladen, ich weiß nicht genau warum. Dann lad nochmal die Seite neu, also ich bin auf jeden Fall online. Du wirst mir auch als online angezeigt. Ich reload einfach mal die Seite neu. Ja. Sonst, ich gehe gleich einfach, wenn Felix drin ist, dann gehe ich auf Public. Und wenn du auf 4 Spielerschach gehst, dann wird dir das rechts angezeigt. Mir ist das egal, wie wir es gleich machen. Ja, dann gehe ich auch einmal ganz kurz in die Küche und bin gleich wieder da. Dann mache ich eben kurz alles. Alles auf Stumm und so weiter, könnt ihr auch irgendwie reden.
So, hallo. Komm zurück. Hallo. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden. Ja, Stream ist wieder an. Ach so. So, New Game. Hast du schon? Okay. So, invite. Ich kann nur Felix kann ich inviten und Henning kann ich inviten. Warum kannst du mich denn nicht inviten? Du bist mir hier nicht angezeigt. Also, ich gehe aber gleich einfach. Ich gehe einfach auf Public. Also bist du schon bei 4 Spielerschach drin? Nein. Dann geh da mal drauf. Also auch einfach auf chess.com, da kannst du links bei Play dann auf 4 Spielerschach gehen. Ja, wofür steht eigentlich das 1 und dann 15D? Eine Minute und dann hast du 15, entweder glaube ich 15 Sekunden kriegst du dafür oder hast 15 Sekunden Bedenkzeit, bevor die eine Minute anfängt abzulaufen. Und jetzt habe ich rechts so okay. Leaderboard, Watch, Play. Genau, geh auf Play. Geh auf Play. Auf Play, ja. Und dann gehe ich jetzt gleich auf Public und dann kannst du uns joinen. Da steht dann wahrscheinlich entweder Camp Obviously oder halt irgendwie was. Das probieren wir jetzt. Auf geht's. Ich bin jetzt bei Public. Das heißt, ich seh's. Dann geh da drauf. 3 Player joined. Genau. Ist das Teams oder Free-for-All? Free-for-All. Ich habe keine Ahnung übrigens, wie das geht. Also. Ich weiß nicht, ob ich dabei bin, Leute. Bist du. Okay. Lädt aber noch. Alles klar, Start Game. Ah, okay. Ich glaube, ich müsste jetzt anfangen. Ja, perfekt. Bin auf Anfang. Ich glaube, ich bin dran. Du, Olli. Ah ja. Oh Gott, das wird ja eine absolute Katastrophe, ey. Also wo gibt's eine Dame? Auf dem 8. Feld. Auf dem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Da, wo die Markierung ist, ja gut. hat man denn gewonnen, wenn man als Letzter überlebt, oder wie läuft das? Schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung, wir finden das schon raus. Da muss man möglichst viele Figuren schlagen. Also es scheint so. Es scheint so. Es gibt Punkte für die Figuren, die du schlägst. Aber gewonnen hat am Ende eigentlich der noch steht. Außer es hat einer mehr Punkte gemacht. Dann gewinnt der mit den meisten Punkten. Ah, okay. Interessant. Hä? Warum kann ich nicht ziehen? Weil ich dran bin. Ach, stimmt, ja. Ich wollte gerade meinen Zug planen, habe nicht dran gedacht, dass ich hier schlagen musste. Was ist eigentlich, Olli? Was? Du einfach meinen Läufer geschlagen hast. Ja, sorry. Schach. Ich bin einfach verhindert, dass ich irgendwelche Moves mache. Oh, Leute! Oh, da ist die Dame weg, Henning. Sehr schön, Nils. Ich bin Schachmatt, Nils. Das ist eher das Problem. Achso, du bist Matt sogar. Ui. Ja, ich bin Matt. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Nils, wehe, du schlägst meine Dame. Dann gibt's aber Schläge immer. Warum haust du die Dame denn dahin, Olli? Einiges Schachmatt einfach. Ja, eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube halt, wenn du dich auf einen Spieler fokussierst, kann er einfach nichts machen. Doch, das war genau. Also, du kannst sogar in 2 Zügen Matt geben, theoretisch. Das tut mir leid, Henning. Also, ich konnte nichts dazu, weil deine Dame wurde mir einfach angeboten und dachte so, ja, die Dame nehme ich aber mit. Ja, kann ich verstehen. Wenn du mich Schachmatt setzt, was kannst du denn dafür? Gar nichts. Und wie ist jetzt der Läufer weg? Hä, der ist doch gar nicht weg. Ach, scheiße, doch, der ist weg. Okay. Warum? Was dachtest du denn? Boah, ich blicke gar nicht durch, ne? Ich mach solche unüberlegten Dinger. Ja, ich auch. Ach, scheiße, Mann, das wollte ich gar nicht. Hä, Moment. Nils ist da.
Hujemine. Jetzt mache ich dir mal ein bisschen Rambazamba, du Rosier. Als ob Henning jetzt ernsthaft raus ist. Ja, ja. Das ist ja so gemein. Nee, jetzt guck mal auf deine Zeit. Springer bringt auch gar Sekunden, nichts, ne? Oder? Die Springer bringen gar nichts. Nee. Nur Läufer und Dame eigentlich. Den Turm wahrscheinlich auch noch, aber die sind halt noch nicht. Ich hab gerade meinen weggeworfen. Läufer. Ja. Oh, der Bauer ist jetzt natürlich angegriffen, Olli. Okay. Olli will sich eine zweite Dame machen. Ich gönne mir die Dame. Du gönnst dir gar nichts. Aber wenn ich den da hinsetze, kann mir was passieren, nein. Ach, Felix. Oh Mann, ey. Okay, das machen wir beim nächsten Mal nicht. einfach im dritten Zug Schachmatt. Hoppla. Ich habe ja nur auf Schachs reagiert. So, ich habe einen Bauern selber bewegt, sonst konnte ich nichts machen. Weil du mir direkt meinen Läufer weggenommen hast. Bauern. Weißt du, Henning, man muss auch einfach mal mit dem zufrieden sein, was man bekommt. Ein Bauer ist mir Zeit. Wirklich. Nils! Ey! Ja. Mein Arschloch. Oh. Schlägst du nicht den Turm? Ja, weil der Turm gedeckt ist, du Dummwatz. Hä, der ist gedeckt? Ach, ja, du mein Turm. Ach, von Felix Turm. Sag. Ich hab nicht aufgepasst. Das meinte ich gerade, Nils. Ich hab eine neue. Oh nein. Das ist ja so ein Schwachsinn, ich liebe es. Also ich finde den Spielmuster also klasse. Ganz kurz gucken, wo ich hier den Nils irgendwie in Bedrängnis setzen kann. Halt die Klappe, ich setze dich da hier in Bedrängnis. Hast du gar keine Figuren mehr, um irgendwas zu machen? Ich kann nichts tun. Ach, ich mache einfach so, hier, passt immer. Ich hole mir noch eine Dame. Der wird einfach geschlagen. Nichts mit der. Außer Nils blockt ihn natürlich. Bitte nicht geschlagen. Aber. Och, Junge. Das finde ich ja großartig. Komm, dann machen wir doch mal so. Ey! Was ist denn jetzt hier? Ist das hier ein Verbund oder was? Jetzt ist er raus. Ja, Dame ist matt. Hä? Ach so. Ah, ich dachte auch, der wäre zwei Felder weiter rechts. Hm. Hoppla. Tja, dumm gelaufen, habe ich alles antizipiert. Ja, du, ja, du bist trotzdem matt, Junge. Wirklich, ey. Okay. Aber okay, ich könnte noch seinen Läufer dazwischen stellen. Wobei, dann ist es einmal Grundlinie jemand mit der Dame. Er sieht nicht super gut aus für dich, Nils. Halt mit dem Bauer nach vorne bewegen, damit du noch abhauen kannst. Olli, du bist dran, ne? Hey, ich, nein, schon gar nicht. Doch, ich habe als letztes gespielt. Du bist dran. Boah, ich habe meinen Turm auf... Oh, ich habe meinen Turm gezogen. Ah, oh, Junge, bei mir hat es hat komplett geleckt. Okay. Turm hat eine neue Dame, ich mache mir da nichts. Olli, wir müssen ein bisschen auf Felix aufpassen. Sind das eigentlich die Punkte rechts? Oh, das war's mit Nils. Aua! Also, wie funktioniert das? Ist Nils jetzt immer noch Erster, weil er 49 Punkte hat? Ja, genau so funktioniert das. Stark, Nils, gute okay. Leistung. Ja, bin ich auch.
Ja, nee, du warst auch ganz toll. Auch ganz gut. Hatte eine Menge Spaß. Sind die grauen Sachen jetzt eigentlich, also stehen die Figuren da noch, nee, oder könnt ihr da drauflaufen? Das werden ja, die stehen noch. Ja, du, die geben auch noch Punkte. Was? Nee, die geben keine Punkte mehr. Das wäre. Also ich konnte gerade Hennings Figuren nicht mehr schlagen. Ich hab's extra, wollte extra testen. Aber die stehen jetzt einfach im Weg, oder was? Ja. Das sieht nicht gut aus, Olli. Nee, das sieht ganz gut, nee, gut aus. Ich habe eine Idee, was ich dagegen machen kann. Hä? Achso, das ist geschützt. Ich schlag einfach in die Dame. Da steht aber Rook schlägt J4. Also irgendwie aber du hast keine Punkte dafür bekommen. Du kriegst einfach mal keine Punkte. Ah ja. Das meinte ich. Kannst du den Springer mitnehmen? Jetzt mach mal hier bitte nicht mehr Punkte als 49, ne? Henning einfach sofort Schachmatt. Was ist das denn? Aber Henning, müssen wir so sehen. Weißt du, du dürftest einen Bauern ziehen. Und alle anfangen ist ein Bauer. Ach, das ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Irgendwie mag ich das Spiel doch nicht mehr. Felix hat noch eine Chance ranzukommen. Ne? Wenn er jetzt gewinnt, dann kriegt er ja 20 Punkte, oder? Ja, Olli, jetzt hau mal rein da. Der hätte ja gewonnen. Wieso hast du eigentlich eine Elo in vier Spielerschach, Felix? Weil ich nur schon mal gespielt habe. Ja, okay. Ja, der ist eigentlich so ein vier Spielerschach. Schachprofi. Ja, als er angefangen hat, hat man noch bei 500 angefangen. Weil ich habe einfach noch nicht das richtige Konzept davon verstanden, sondern wir schlagen Henning einfach nach der ersten Runde mal raus. Das ist natürlich auch toll. Komm, ich sag mal Hennings Bauern, zack. Oh, ist das schön. Oh nein. Oh, was war das denn? Das war ziemlich dumm. Naja, ach was. Hey, wo ist weiter? Ahoi. Alles klar, ja, Rematch einfach mal. Rematch. So. Ich habe euch jetzt eine Invite geschickt. Die könnt ihr annehmen. Alle. Ich habe accepted. Dann mache ich jetzt mal eine andere Verteilung. Ich will aber wieder gelb sein. Wer bist du denn? Bin ich's oder nicht? Kenne ich dich irgendwie aus dem echten Leben? Ach, ich lasse den Stream noch an. Ja. Ich hole meine Dame. Welche Farbe ist Hennig? Ach, grün. Alles klar. Oh, er spielt. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Das war ein Spaß. Oh, Schach. Blöder! Hey, was soll denn der Mist, ey? Achso. Ja, sag, ich habe mir vorgenommen, so sicher wie möglich zu spielen, um sofort zu casteln, ja. Keine Chance. Den hab ich extra den Bauern nur einen nach vorne bewegt, damit ich meinen Läufer bewegen kann. Oh Mann, oh. Also das finde ich toll. Das macht mir Spaß. Was soll das denn? Man kann aber nicht pre-moven hier, sehe ich gerade. Eigentlich schon, oder? Nee. Nein! Oh, das wollte ich nicht. Ich habe versucht zu pre-moven. Faxen gemacht.
Schon mit drei Damen. Das ist eine gute Taktik. Das Spiel können zwei Leute spielen, Nils. Och, Nils. Ja, nee, so geht das ja. So einfach geht das jetzt nicht. Henning verliert wieder sofort seine Dame. Auf geht's. Ich komme meine. Was? Was? Ach, der Läufer. Ah. Ja, ich sag mal so, Chessetten, ja? Verdammt. Der Bauer war mal kurz davor. Das war sehr gut getimt. Der Bauer beschreibt mein Leben sehr gut. Es ist so kurz vorm Ziel, aber dann leider doch nicht da. Mhm. Wer ist dran? Felix, oder? Achso. Ich glaube, er hat Verbindungsschwierigkeiten. Kannst du jetzt eigentlich mit der Nils, mit der Dame mich schlagen oder wird die von den Bauern gestoppt? Also du kannst nicht da einfach durchhauen? Nee, kann er nicht. Die wird vom Bauern gestoppt. Okay. Das wäre ja schön, wenn ich so eine Schutzmauer hätte und mich gerade angreifen kann, aber ich da durchschlagen könnte. Lass doch den armen Bauern in Ruhe. Der Turm ist halt RIP, ne? Ey, der hat ja Krawall da gemacht bei mir. Na warte. Wow. Felix ist nicht mehr im Discord, oder? Wer? Felix? Felix ist gerade gemutet. Ach so. Oh nein! Oh, oh, oh. Ich wollte den Springer bewegen und nicht den Läufer. Hast du falsch angezeigt. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Naja, das hat mir jetzt halt eigentlich nur meine Position schlechter gemacht. Hä, warum Nils? Ah, ich sag dazu zwar im Zug mal lieber nichts. Hä? Ja. Das ist nicht verklickt. Ich hab ein bisschen verpennt. Ich dachte nicht mehr, dass der Bauer davor steht bei Henning. Ich dachte, dass meine Dame durch Felix Dame geschützt ist, deswegen. Ah. Ich hab mich aufgepasst. Ja gut, dann hätte halt Felix deine Dame geschlagen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Aber dann wäre es nicht Henning Schachmatt, das stimmt natürlich. Das meinte ich. Aber der Felix macht das besorgniserregend gut da vorne. Nee, er ist aktuell noch Letzter. Nein, Vorletzter.
Ja gut, du bist ja schon raus. Aber ich habe schon wieder 47 Punkte und die 47 Punkte sind wertvoll. Aus irgendeinem Grund, Nils, bekommst du richtig gut Punkte bei diesem Spiel. Das ist der Hammer. Ja, ich kann einfach Viererschach. Das ist die Möglichkeit, auf die du dein ganzes Leben gewartet hast. Ja. Nächstes Mal Viererschach-Turniere sehen Nils alles. Jo. Ist dann nur blöd, wenn wir 47 mit, Teilnehmer brauchen. Echt, ey. Einfach sofort Finale, das passt schon. Bist du dran? Auf Felix. Attacke! Wer ist dran? Ich bin dran. Henning ist dran. Zack, plus 5 schon wieder. Mir fällt gerade auf. Was hat er denn geschlagen? Ein Baron? Du kannst mit den Pfeiltasten einfach zurückgehen, dann siehst du die Züge davor. Ja, ein Bauern. Ah ja. Mir fällt gerade auf, dass ich gar keine Türme mehr habe. Hab ich gar nicht mitbekommen. Du hast generell nur noch Springer. Ja, Springer sind gut. Boah, Felix hat uns gerade einfach beide Schach gesetzt mit dem einen Turm, ne? Verrückt. Das ist richtig. Das war ein bisschen dumm. Ich mache hier Freischnauze. Das ist natürlich auch schön. Ist immer gut eigentlich. Ja. Oh, nice, Felix. Nils. Schützt mein Bauer jetzt eigentlich Nils Springer? Ich blick auch ja, nicht. Ne? Dein Bauer? Warum dein Bauer? Ja. Ach ja. Mein, gerade, also dass Nils mit dem König, Felix mit dem König nicht Nils Springer hätte schlagen können. Das meinte ich. Wahrscheinlich. Ich kenne auch seine Dame. Auf die nächste Runde. Ich habe die gerade dazu bekommen. Was? Das macht echt Spaß. Ich mag das echt gerne. Das ist voll lustig. Herr Wort hängt deine Dame. Du holst dich jetzt mehr. Gerade, also jetzt habe ich keine mehr. Aber du holst jetzt eine. Nee, gar nicht. Dann stecken jetzt Felix hier einfach. Das ist auch fies. Das ist richtig. Das ist ja das, was gerade schon passiert ist. Oh. Wieso kann Nils eigentlich einfach im Schach stehen bleiben? Ich bin aber nicht im Schach. Wie steht er denn im Schach? Ja, mit dem Turm. Ah, ja. Lädt die Seite bei mir nicht vernünftig, kann das sein?
Im Turm. Ja, ich glaube. Weil das ist schon eine ganze Weile her. Ah, okay. Ja, jetzt sieht das Brett viel leerer aus. Oh, da holt er sich eine Dame. Aber Nils auch. Und Schach. Felix auf dem Weg. Und dann auf mich? Ja, man muss auch mal ein bisschen Unruhe stiften, ne? Stimmt natürlich. Oh Nils, du kannst gleich einfach mit der Dame auf... Ja, egal, vergiss es. Auf Y39? Ja, da ja, geh ich genau. Du kannst den Turm holen von Henning. Du kannst mir den... Achso, wenn du Schach gibst oder was? Naja, ja, genau. Zack. Boah. Nils, das musst du auch Schach geben, bitte. Mit der Dame einfach ein nach rechts. Oder ein nach, ich weiß nicht, siehst du dich als blau unten? Das meinte ich gar nicht, aber das ist auch okay. Sieht man sich immer unten oder seht ihr euch hinten? Ja, man sieht sich immer unten. Ah, ja. Okay. So, Henning, du hast auch nur noch 24 Sekunden, ne? Ich will ja keinen Stress machen oder so, ne? Ich hab keinen Stress. Wer macht dir Stress? Das Problem ist, ich sehe nur das halbe Schachfeld, weil oben bei mir noch Henning Seeland abgebildet ist, der Name. Ist ein bisschen kontraproduktiv. Oh, Henning kann jetzt einfach mit dem Turm ein böses Schach geben, weil der Springer gefesselt ist. Wer ist dran? Ja, wir springen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Ja, doch schon. Ich kann ja einfach den Springer mitnehmen. Hat er gepremoved? Nee, geht ja gar nicht. Aber so nee, ich habe einfach, ich dachte, ich werde dran, habe einfach die ganze Zeit versucht zu ziehen. Nice. Ja, jetzt kann Nils den Bauern einfach schlagen, ne? Nils ist blau. Ja, ich. Aber Moment, das ist eine Falle. Ich falle nicht auf Fallen rein, Dulli. Ja, danke dafür, Nils. Scheiße. Die hat aber nur einen Punkt gebracht, die Dame. Ja, weil das vorher ein Bauer war. Ja, weil die vorher ein Bauer war. Was soll das denn? Deswegen steht da auch eine 1 bei der Dame. Mit ganz fiesen Tricks will der Henning jetzt den Felix im Blatt setzen. Eigentlich sind es keine fiesen Tricks, das ist halt Schach. Der Nils erschleicht sich hier seine 8. Dame. Ganz ruhig bleiben. Kollege, ich möchte unbedeckt bleiben. Ey! Sie ein böser Mann. Was hab ich denn jetzt getan? Du bist der Führende. Ja. Boah, der Felix, Alter, holt sich gleich 10 Millionen Damen. Könnt noch mal den Felix angreifen. Nur mal so für einen Freund gefragt. Das haben wir nur geschlagen. Oh, warum gehst du denn weg? Jetzt kann Felix sich eine Dame holen. Na, scheißegal. Den nehme ich mit. Ja, jetzt hättest du allerdings auch Felix Dame verhindern können, ne? Also. Hä, wie denn? Hä, wieso kann ich mir denn keine Dame holen? Ah, weil mein Bauer da steht. Weil der Bauer im Weg steht. Oh nein! Das einzige Problem bei dem Spielmodus ist halt, es gibt keinen Au Passant, weil es kann keinen Au Passant geben.
Das größte Problem ist, es gibt keinen polnischen Anfang. Ja, das ist auch ein großes Problem. Oh, der Felix könnte jetzt, aber nee, aber doch. Erstmal steht er schön im Schach. Die sind jetzt die große Auswahl zwischen seinen Bauern. Ich geh bubbeln. Sehr schön. Ich geh bummeln. Mach das. Das tut weh. Alter, der Felix ist ja auf den Fersen. Der ist raus. Ah, nee. Kann auch dahin. Oh, das war jetzt ein böser Fehler. Ich habe ja das Gefühl, ich habe hier mit einem Bösewicht zu tun. Genau, Felix, mal ein Zeichen setzen. Setz den wieder Schach. Jetzt die. Schlag doch einen von den Bauern von Nils, ja. Ey! Ich hab mich so weit vorgearbeitet. Und er macht's. Oh, das ist Comedy Gold alles hier. Schön. Jetzt geh ich auf Reisen. Jetzt geh ich auf Reisen. Nils, Felix hat noch einen Turm. Ja, da wird's mal Zeit anzugreifen. Das Problem ist, Henning kann sich jetzt auch jetzt nicht so richtig den Dame holen. Aber er könnte auf Reisen gehen. Ja, das ist eine gute Option. Ich gehe auf Reisen. Okay. Interessant. Oh. Gibt er mir jetzt Schach wahrscheinlich, oder? Ah. Oh. Da habe ich nicht gerechnet. Und jetzt sieht das ganz eng aus für Felix. Ja, für beide, wenn ich ehrlich bin, oder? Ja, schon. Ja, du kannst jetzt halt eine Dame nach der nächsten holen. Ich kann mir gleich mit meinem König 15 Damen holen. Und Nils, wir könnten jetzt mit deinem König und meiner Dame Felix Schachmatt setzen. Der da auch was. Die können nur wie so ein Fisch am Land, ey, können die nur rumrumpeln. So. Ich hab ein Ziel. Schach. Jetzt schlägt jetzt mein Bauern, oder? Nein, nicht mal. Ich habe ein neues Ziel. Was willst du denn, Felix? Ich habe ein neues Ziel. Schlägst du jetzt meinen König, oder was ist dein Ziel? Verrate ich doch nicht. Ja, hör mal! Du musst ja auch den Umweg hier laufen. Also dafür, dass ich im ersten Spiel gar nicht spielen konnte, spiele ich jetzt mehr als ihr beiden zusammen. Ey, Henning, bist du doof. Ja, du, wenn du mitarbeitest, Nils, dann könnten wir Felix ja schachmatt setzen. Der Felix hat noch einfach alleine zusammen. Ja. Weißt du, ich habe jetzt eine von beiden Schachstellen. Komm schon, tu es. Was stimmt, und die können dich schlagen, ne? Naja. Eigentlich, oder? Haha. Ah, aber Felix kann jetzt wohl schlagen. Fuck. Und Nils! Oh, das gefällt mir. Das haben wir ja getan. Jetzt habe ich meine Dame verloren. So,
So, ich geselle mich neben den König. Sehr schön. Sterben alle zusammen. Aber Olli, jetzt stirbst du. Nein! Ich mache jetzt hier Aufräumarbeiten. Das sind die letzten Partyleichen. Nils macht mich einfach weg. Doppelschach. Ach so, ich spiele nur noch mit dir alleine. Ja, Felix ist Schachmatt. Ja. Ja, Schachmatt. Nee, gar nicht. Ich kann weiter aufräumen hier und das werde ich mal tun. Jetzt hat Mission, finde ich gut. So schnell kriegt mich hier niemand runter. Zack! Eine Güte. Jetzt den Springer, jetzt den Springer, den Springer. Warum? Vertrau mir. Nein! Halt die Klappe. Jetzt den Springer. Schachmatt. Ich bin eben als Rice. Henning, jetzt musst du deinen König pushen. Ich habe alles aufgemacht. Ja, musst du deinen König pushen, natürlich. Jetzt den König, ja, Henning. Du musst noch meinen König aufräumen. Ah. Oh. Gutes Spiel. Okay. Noch eine Runde, oder? Ich finde das lustig. Streamst du eigentlich immer noch, Olli? Ja, stream ist noch an. Ich musste gerade telefonieren, deswegen war ich die ganze Zeit weg. Ah, aber okay. Und hab's noch ziemlich weggeworfen. Stimmt. Warum? Weil ich gewundert. Ja. Nils, tu's nicht. Nils, tu's nicht. Was denn? Du weißt genau, was ich meine. Hä, du bist doch vor ihm dran, Olli. Nein, Nils ist rot. So. Ja, nee, da habe ich keine Lust drauf, Nils. Seh dir ein. Ich kann doch gar nichts machen, ihr Dullis. Nee, wenn ich meinen Königsbauern bewegt hätte, hättest du auch wieder bei der Dame geschlagen. Kennt euch doch. Ich bin aber auch strukturell benachteiligt, oh, wenn ich immer Sitz da dran bin. Strukturell benachteiligt, ja, ich glaube auch. Nein! Tu mir das doch nicht an. Ich hab extra gedacht, komm, ich warte einen Zug, ich mach's doch. Nee, keine Chance. Jetzt ist die Dame weg. Felix, du bist da, oder? Ey! Jetzt auch mal rückgeben. So kriegt Nils übrigens so viel Punkte, ne? Ja. Die Dame bringt halt 9. Ja, du musst halt alles absammeln, was geht, ne? Oh, das ist auch so. Ach, nee. Henning, sie ist wirklich zufrieden mit seiner Situation hier. Ey, naja, nicht. Also. Ja, das war halt klar. Ja, oh Mann. Natürlich. Ja, was soll ich denn machen? Also, ich habe ganz irgendwie gehört, die Pferde sollen ganz gut sein in dem Modus.
Jo, die sind sick. Die sind Hammer. Ich gehe auf Tour. Die sind mehr Hammer als Tor, möchte ich sagen. Oh, fuck, das funktioniert ja gar nicht. Ich Dummkopf. Was denn? Ich weiß, siehst du die Pfeile, die ich mal? Nee, sehen wir nicht. Okay, wollte den auf das schwarze Feld von meinem schwarzen Läufer spielen, aber das ist ja durchs Pferd gedeckt. Ich dachte, das ist matt, aber ist überhaupt nicht. Das ist richtig. Matt. So ein Fehler, Nils. Holst du mit deinem König hin? Ja, ich castle jetzt bei Hand. Was sind da noch alle drin? Was ist denn da los? Ja, wirklich. Total ungewohnt. Och, scheiße. Los. Ich bin disconnected, aber... Oh. Ich muss mal eben zur Toilette rennen, es tut mir leid. Das war auch schon wieder eine starke Strategie, Nils. Was will man dagegen machen? Aber der doppelte Bauer. Weißt du, ich muss einfach Punkte generieren. Okay, da bin ich wieder. Nils, denk mal nicht, du kriegst da keine Dame, kannst vergessen. Schnauze. Ich bin, ne? Ja. Boah, Junge. Bin ich blind. Du hättest übrigens mit dem Läufer die ganze Zeit meinen Turm schlagen können, wenn du gewollt hättest, ne? Ja. Aber muss man auch nicht. Gebt dir gleich einfach Schach. Ja, der Olli war dann noch. Kann mal einer bitte auf den Olli? Hey! Hast du dir selber eingeblockt? Ja, das stimmt leider. Wir haben einen Spectator drin. Ach, den Henning, okay. Ich gehe auf Tube. Das ist einfach eine starke Strategie von Nils. Tour. Hammer. Hä? Bist du dumm? Ach, dein Gesicht ist fucking dumm, Digga. Wow. Aber du willst dann den auch nicht schlagen, den Springer, ne? Fuck. Hab ich auch geblockt. Fuck. Schoch. Ah, nein! Oh, das war übertrieben Gott. Dumm, Olli. Oh. Richtig. Unangenehm, unangenehm. Oh, ich will auf jeden Fall besser als Henning. Der Springer ist jetzt auch noch weg. Ja.
Warum soll der Springer denn weg sein? Ich bin gespannt, wie du ihn noch decken willst. Dieses Spiel ist besonders. Ich räume auf. Man nervt doch nicht so. Ja, was denn? Dann komm doch nicht in meine Nähe, lass mich in Ruhe. Können Sie mir das Schach geben? Kannst du mir das Schach geben? Ich räume auf. Oh. Das war beim Aufbauprozess nicht mit eingedacht. Ich muss ja offen ehrlich zugehen. Ja, diese Reaktion ist einfach toll. Einfach. Oh. Ja. Dann soll ich wieder zur alten Stärke zurückfinden. Sag mal, Olli, was habe ich dir eigentlich getan? Ja, du bist halt gerade da. Mehr. Halt die Schnauze. Ich laufe jetzt mit meiner Dame. Ah, nee, kann ja, ich ja. Du stehst im Schach. Oh, die Springangabe. Nils. Ich hab noch vier. Das Problem ist, Felix, dass der Felix ist ganz schön gefährlich unterwegs. Ja, der ist richtig gefährlich. Der Felix hat auch einfach viel mehr Punkte als ihr. Der Felix ist aus irgendeinem Grund auch richtig gut in diesem Spiel. Ja. Das habe ich halt einfach weggeschmissen. Also wirklich. Ach, Olli, was soll denn der Dreck? Du kannst meinen Springer einfach schlagen, aber. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Wer macht die Pfeile da? Die blauen? Ja. Hä, seht ihr die? Also ich mach die, aber. Also ich sehe die. Vielleicht, weil ich Spectator bin. Ah, das kann sein. Also ich kann die sehen, ja. Wow. Ich überlege, wie ich den Nils hier schnellstmöglich schachmatt setzen kann. Verdammt, der Felix ist aber auch jetzt. Puh. Ja, ja, also es muss einer von euch beiden eigentlich den anderen raushauen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Er wird denn nicht einfach geschlagen? Na, schlag ich zurück. Womit denn? Olli ist nämlich schlagfertig. Nice. Ich will nur besser sein als du, alles andere ist mir egal. Oh nein. Felix, ich muss nicht. Oh, die Frage ist, opfer ich jetzt einfach meine Dame? Ja, schon. Aber was bringt das denn? Das bringt vollkommene Sicherheit. Aber du, ja, was bringt das denn, die Dame zu opfern? Die ist doch eh vom Turm. Ach stimmt, die ist gedeckt vom Turm. Ja, ja. Und dann muss er in die Ecke. Aber. Oh, du hättest mich halt. Also, machen das war ja Mate in Two, ne? Inwiefern dann? Oder? Wenn ich in die Ecke gemusst, dann geht die mit der Dame auf die Grundlinie. Dann ist vorbei. Ja, dann schlägst du die mit dem Turm. Ja, genau. Stimmt. Also hättest du deinen Läufer da stehen lassen, dann wäre es Mate in Two. Aber so. Ja. Oh Gott. Ich mach auch Bombenarbeiten. Jetzt muss ich hier noch richtig überlegen, ey. Das ist anstrengend. Also es ist gleich auch trotzdem matt, aber. Nein, das ist gar nicht. Nein. Ah, fuck. Stimmt, den habe ich nicht gesehen. Ja, dafür ist der Springer jetzt ungeschützt. Nein!
Ich will doch nur, ich brauche nur noch einen Punkt. Ich hab nur 12 Sekunden noch. Oh, yo. Oh. Wenn ich nochmal ein Disconnect habe, ist auch vorbei. Heißt, sie sind nur auf instinktiv. Ja, ich fände es gut, wenn Olli den Punkt nicht mehr bekommt. Oh no. Aber nee, da bekomme ich einen Punkt. Ich muss nur noch einen. Oh nein! Yes! Jetzt bin ich zwar schach, was. Nee, gar nicht, ich kann auch hier. Ich entfliehe! Hallo? Wieso? Ach nee, jetzt ist dran. Du bist nicht dran. Das ist aber auch schwer. Ich oh, das ist jetzt blöd für den Turm. Aber gar nicht. Ja, sehe ich auch so. Ich brauche aber nur noch... Nein! Oh, jetzt ist Oik. Ah! Yes! Oh! Egal. Jetzt bin ich besser als Hedding. Oh, ich hätte das dich gerade... mit dem Bauern matt setzen können. Nils? Ach, oh, das stimmt. Du Dummbart. Hä, wobei, hättest du ja nicht nach vorne gehen können? Scheiße, Felix? Ich hab nicht aufgepasst. Auf das weiße Feld? Stimmt, doch. Hätte. Sag mal hier. Schach. Ich hab ein Problem. Das sind ja ganz viele Probleme. Plan, was ich jetzt ich bin... Oh, oh, oh. Oh, oh. Hey, ich seh's aber nicht, muss ich sagen. Oh nein. Oh nein. Aua! Oh, come on. Ich will jetzt nicht wegen so einer Scheiße verlieren. Hä, was denn, Felix? Ja, wegen meiner Zeit. Außerdem hast du einfach doppelt so viele Punkte. Einfach schnell spielen. Der muss ziehen. Kriegst du keine Zeit dazu? Nee. Man hat aber vor jedem Zug hat man 15 Sekunden Bedenkzeit. Ja, okay, das ist ja entspannt. Im Prinzip kannst du eigentlich auch einfach Olli konstant Schach setzen, dann passiert auch nicht mehr viel. Das kann er auch jetzt. Ja. Dieser arme Bauer von Nils einfach nur nach vorne laufen möchte. Mach es doch los, Nils, komm schon. Dumm. Dumm. So dumm. Ja. Fuck. Ich gewinne das noch. Oh nein, jetzt ist Nils wieder gefährlich unterwegs. Nee, den kann er einfach schlagen. Oh, kann er nicht? Oh, Junge. Der kann Nils umschlagen. Oh, das sieht nicht gut aus für Felix. Nee, ich hab das durch meine eigene Blödheit noch verloren. Nee, Nils kann den bauen, aber dann... Oh, das ist ein schwieriger Zug für Nils. Das ist eigentlich kein so schwieriger Zug, ja. Boah. Er hatte viele Möglichkeiten, Zeug zu machen. Stimmt. Also er konnte ihn nicht versetzen. Und das ist echt interessant am Ende. Immer wenn man von irgendwie im Schach gesetzt wird, dann muss man eine Runde aussetzen. Ja, das ist voll eklig. Und dann denkst du schon, oh, ich will jetzt eigentlich das machen, aber dann kommt ein Schach einfach von ganz unerwarteter Seite und ist halt, muss halt deinen Plan über Bord schmeißen. Wir müssen aufpassen, dass der Cap sich da keine Dame holt. Hallo? Das ist voll unfair. Ja, das kann ja... Wie oft hast du meine Damenversuche da schon kaputt gemacht, heute? Ich hatte schon bestimmt die Runde 4 Damen. Ja, mit Kupen recht. Lass mich in Ruhe, Nils. Ich lasse sie nicht in Ruhe.
Okay, Felix, pass auf. Ich möchte... Ah, nee, das ist ja Nils. Ah, nein! Das Feld ist... Oh, wow. Damn! Doppelschach, meine Freunde. Oh, das war stark. Der ist nice. Jetzt kann er einfach zwei Züge alleine machen. Der Nils, der will mir doch nur meinen Bauern. Warte. Felix steht jetzt im Schach. Aber er kann den Läufer schlagen. Na, dann ist seine Dame weg. Ach nee, Olli ist dran. Ah, okay. Ja, das war dumm. Oh, ich habe die 15 Sekunden Bedenkzeit auch vergessen. Dann hätte ich gar nicht so eilig spielen müssen. Oh, jetzt sieht es nicht mehr gut aus für Felix. Aber der hat noch viele Bauern, das darf man nicht vergessen. Problem sie. Jetzt ja, bitte! Ja, okay. Das darf jetzt nicht dein scheiß Ernst sein, Mann! Doch, das naja. Ist mein totaler Ernst. Sieg aktuell noch zurück. Aber ich weiß, wie ich noch aufholen kann. Oh nein. Warte, ich mach's auch beim Arbeiten. Warte. Ah, scheiße. Oh, das war ein Fehler. Weil für jedes ich setze ich in Schach gibt's auch einen Punkt. Echt? Aber halt auch nur einen so. Kann ich doch nicht. Du hast den Bauern nicht geschlagen. Weil dann die Dame weg ist und er verloren hat. Weil denn die Dame weg ist? Wovon war die Dame denn angegriffen? Vom, weil der Turm, weil mein König die Dame vielleicht schlägt. Hä? Wenn er den Bauern schlägt, schlägt mein den König Blauen. Seinen Bauern. Ich meinte also den Bauern, den Nils gerade geschlagen hat. So. Oh, Olli, zum Glück hast du nicht aufgepasst, du hättest meine Dame schlagen können. Oh, wow, stimmt. Fuck. Oh, wenn Olli sich jetzt noch... Eine Dame macht das scheiße. Also ich fände das gar nicht so scheiße. Ich fände das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich blockiere den jetzt. Sehr gut. Ey, ich bin im Schach. Boah, der Felix, der macht hier aber auch Sachen, ne? Der geht auf keine Kuhhaut. Gut drauf. Er kann noch mal Doppelschach geben. Und nochmal, was machen wir jetzt? Nochmal? Komm schon. Und da muss ich gerade. Felix. Oh, jetzt ist der Läufer umgedeckt. Fucking Arschloch, das hätte er niemals gemerkt. Nein. Nein! Na, Olli. Oh. Ganz dünnes Eis. Und da habe ich auf einmal mehr. Oh, yo. Oh, wenn oh, nein, Nils hat auch das Spiel gewonnen. Ich bin, was ich hab dich in Schach gesetzt. Ja, das war's. Ja. Ciao, Nils. Ja, ich weiß, weil ich wollte dich doch ablenken. Jetzt war ich hier auf Reisen. Hier auf Reisen. Eigentlich musst du doch nicht einfach nur in der Ecke da rumtreiben, oder? Dann kann er nicht durch Schachmatt sitzen, oder? Das Spielfeld ist auch viel zu groß, um ihn neben der Ecke zu treiben. Naja. Also wenn er einfach jetzt, genau, da und dann noch von mir aus unten rechts geht, von ihm aus nach oben links, glaube ich. Also halt über die schwarze Ecke die ganze Zeit.
Ja, jetzt ist halt vorbei. Aufräumarbeiten. Jetzt ist es vorbei. Man muss erstmal überlegen. Es gibt so viele gute Züge. Ja, und Schachmatt. G. Damn, Alter. Du Zweiter. Stark. Noch eine Runde? Ah, oh, nee. Eine würde ich noch. Okay, eine noch. Alles klar. Das war bislang eine ziemliche Auf- und Achterbahnfahrt für mich. Und Leistung in viel Spielerschaft. Ah, ich bin nicht letzter. Das ist auch voll der Nachteil, wenn man Vierter ist. Warum ist das ein Nachteil? Wenn man am Anfang dann die ganze Zeit die Figuren weggeschlagen bekommt, ohne dass man was dagegen machen kann. Sunderfoni. Ja, wirst du schon nur sehen. Und ich spiele die Standarderöffnung einfach. Ich spiele polnisch. Ah, okay. Immer Gutes. Henning macht zwar eine Rochade. Ja, ich will ein bisschen Safety sein. Denkst du, du bist besser als wir oder was? Das ist das erste Mal, dass heute einer rochiert, dann kann das sein. Nee, ich hab gerade eine. Nee, gar nicht, ich hab die von Hand machen müssen. Jetzt auch Pass vorschlagen, Nils? Was? Ah, ging nicht mehr. Ja, wenn mich interessiert, ob man den so über die Ecke auch Pass vorschlagen kann. Sag mal, könnt ihr jetzt mal alle nicht so defensiv hier spielen? Mal ein bisschen Rambazamba hier. Gutes Essen, davon viel. Rambazamba, du Brasil. Ah, ich bin. Scheiße. Der Henning muss sich klammern und ich klammer heimlich hier eine Dame einfach. Lamm unheimlich.
Nee, was meine ich? Still und leise meine ich, ne? Weiß ich, klammheimlich funktioniert aber auch. Wer ist dran? Ach, nichts. Ja, für so einen Zug kann man aber auch mal eine Weile überlegen. wie vorhin genau das Gleiche. Da hat auch Ivi, als ich mich aufgewärmt habe. Wie aufgewärmt hast? Ja, ich habe eine Runde Schach gespielt halt. Ach so. Ey. Hast du geschlagen? Springer. Springer. Das ist nur für mich. Ein Springer gibt nur 3, ne? Ja, das ist richtig. Warum gibt ein Läufer 5? Ey, die Läufer sind ein bisschen besser. In Vierspielerschach. Das halte ich für ein Gerücht. Ah, hast du gesehen, Uli? Na, bitte. Ich habe heute Viertelfinale gewonnen mit Ease. So einer. Nee, ich habe eben mit Erik schon geschrieben, der war mit sich selbst auch ein bisschen unzufrieden. Ach komm, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Dann sofort geschlagen, ne? Nee, egal. Schlag ich zurück. Mach doch. Ja, komm her. Tja. Boah, Nils, Digga, ist das dein Ernst? Mach's mir nicht gut, Nils. Zack. Was hast du dir eigentlich für eine Bauernarmee aufgebaut gegen meinen Läufer, Olli? Da kommt er nicht durch. Was ist da los? Felix aber auch. Was ist das denn? Ey. Olli, du stehst im Schach. Nein. Ja, stimmt. Ich habe jetzt aber gar keine Lust drauf. Ja, das war der einzig vernünftige Zug, sonst wärst du halt matt gewesen. Ja. Ja. Ist auch ganz zufrieden mit sich, darf auch sein. Ja. Muss immer einmal ganz genau gucken vorher, ob man von irgendwas geschlagen werden kann. Ja. Das ist immer super gefährlich. Ah, ja, da nehme ich schon. Du, also locker. Marie ist wieder da. Marie sagt, ich check gar nichts mehr. Ich bin rot, Nils ist grün. Wir checken alle gar nichts mehr. Das ist hier das Spiel. Ja, stimmt. Oh. Der Move ist doch nicht schlecht. Ja, komm. Warum denn alle gegen mich? Ich war gerade schon letzter. Ja, ich tu dir doch gar nichts. Für die anderen beiden Pappenheimer hier. Felix ist gelb. Pappmann. Pappenheimer, sagt er. Du nennst mich einen Pappenheimer, ha? Wo bist du denn? Henning ist blau. Na, warte. Na, da will ich schon was finden. Da. Du bist ganz schön nervig da, Nils. Hey! Aua, Henning, ich hab dir jetzt gezahlt. Hä, warum denn du? So, weil ich eine Figur von dir geschlagen hab. Ja, gut. Das müssen wir unbedingt öfter machen. Ich finde das so lustig. Och, bitte, hör doch auf, Mann. Das ist ganz schön nervig. Digga. Hä, wo konnte ich denn jetzt noch hin? Nach oben, auf das weiße Feld. Auf. Dann ist halt dein Turm weg. Da ist der Schuh weg. Da ist der Schuh weg. Das passt mir irgendwie gar nicht hier alles. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich schachmatt gesetzt. Wie denn das?
Ja, du machst da eklige Sachen, Henning. Oh. Nein, komm schon, Felix. Ja, du kannst die Dame einfach schlagen. Ah, nee, du bist im Schach. Wie hätte ich die sonst schlagen sollen? Ja, deine mit deiner Dame. Aber deswegen hole ich mir ja gleich deine Dame. Ach so. Das ist alles sehr verwirrend. Ja, das holst du dir. Och, mich noch mit in den Tod reißen. Nee, das funktioniert nicht. Ziemlich gemein. Ja, das Leben ist gemein. Ey, dein scheiß einer Bauer da, Nils. War... Ich finde das irgendwie nicht gut, dass ich schon wieder fast keine Figuren hier auf dem Feld habe. Sagst du, ne? Ja. Ey, du hast noch eine Dame. Ja, Henning. Okay, so, gut. Alter, beschwer dich mal nicht. Ja, auch nicht mehr lange. Die werde ich mir schon noch holen. Mhm. Ja. Hey, große Angst. Oh nein, ach, ich habe den... ich habe deinen Fickturm übersehen. Okay. Kann alles schon wieder nicht wahr sein. Nils Tubert jetzt gegen mich. So, ja, ich weiß nicht ganz, was der vorhat. Mein Turm? Wir können Olli ins Schach setzen. Nee. Da schlage ich den. Kannst du hier auf XJ oder so kannst du den Bauern schlagen. Auf XJ. Klingt nach einer unangenehmen Ortschaft, der Fickturm. Och, ich finde. Ich bin doch nicht, ich hab doch keine Ahnung, was ich hier machen muss. Okay. Immer die mal Schach. Oh, verguckt. Das war leider ein Feld zu wenig. Ärgerlich. Ja, aber ein Feld Walter und Nils hätte ich geschlagen, also. Ja. Ja. Das wollte ich ja nicht. Besser ist das. Ich bin schon wieder disconnected. Verpiss dich mal mit deinem Turm, bitte. Jetzt sieht nicht gut aus für dich. Für wen? Volli. Für dich? Sieht sehr gut aus. Warum denn für mich? Du verlierst also nicht direkt eine Figur, aber... Hä? Ja, okay. Das sehe ich nicht ganz. Also wahrscheinlich übersehe ich was, aber... Ich sehe es auch nicht. Es ist halt eh scheißegal, wenn es andere auch deswegen... Verwirrt. Die kann gleich halt einen Hammer-Move raushauen. Warum meinst du? Oh ja, ärgerlich. Ja, und das meinte ich nämlich, also... Ja. Ach komm, ihr seht's doch selber nicht. Ihr habt doch keine Ahnung, was hier passiert. Hä? Du hast das sogar schon in der Masterclass gemacht. Ich weiß nicht, weil ich mir das auch angeguckt habe. Hä, ein Pin oder was? Ja, ein Pin. Kein Pin. Nein. Nein, das ist wirklich kein Pin. Das heißt anders. Ach, das hier meinst du? Warte, oh. Yes. Ja, ein guter Spieß. Ja. Hä, ist das kein... Ein Pin ist, wenn du eine Figur sozusagen blockierst. Also der Turm ist jetzt gepinnt, theoretischerweise. Ja, manche. Aber ein Spieß ist das, wenn du abziehst, auch den Turm zu schlagen. Ein Pin ist halt am Anfang, wenn du das gegen den Springer machst oder so. Wobei, ich hätte mich da eigentlich noch rausmanövrieren können, indem ich Olli einfach Schach setze. Ne? Ach, nix hast du war eigentlich Grund. Blöd von mir. Stimmt, das habe ich gar nicht gesehen.
Boah, das ist aber auch kompliziert mit vier. Das ist super eklig, yo. Mein Bauer! Da hat doch mein Springer angegriffen. Schach. Komm, so nicht mit Schach. Oh, die beiden Läufer im Zentrum sind so verwirrend, weil sie alles angreifen können. Oh, das ist mega komisch. Oder Nils. Oh. Aber ich kann ja nicht schlafen, weil ich im Schach stehe. Das habe ich schon wieder vergessen. Das ist aber auch eklig, Mann. Man macht mal eine Sekunde nichts und dann vergisst man einfach komplett, was passiert ist. Ja, das ändert sich halt die Situation komplett. Ja. Ich vergucke mich aber auch die ganze Zeit. Ich dachte, ich will schon wieder Olli Schach geben. Hast du nicht einfach weggeworfen jetzt deine Dame? Ja, warum? Weil Nils einfach nicht gesehen. Eieiei, das sieht nicht gut aus für mich. Ich glaube auch nicht. Für mich sieht es aber auch nicht prickelnd aus, muss ich dazu sagen. Nee. Nee, ja, es geht. Du hast wenigstens noch einen Turm. Ach, Turm hin, Turm her. Das kennt man natürlich, das Sprichwort. Hat das jetzt nicht von Move, Henning? Was? Nee, der war von... Okay. Ja, da ist der Läufer nicht angegriffen. Das war alles, was ich erreichen wollte. Schach. Ich krieg meinen Springer halt auch nicht da weg, weil der blöde Läufer da steht. Das ist unglaublich. Ah, gut. Welcher Tag ist heute? Ach, ich bin schon dran. Ja, ist dann doch matt. Yes! Ich bin schon wieder besser als Henning. Oh Mann. Das Problem ist, dass alle Figuren so ziemlich auf schwarzen Feldern stehen. Ich habe noch meinen weißen Läufer. Das ist halt super kacke. Ja, das ist halt Hammer. Von Anfang an von langer Hand taktisch geplant. Ja, weil dein Schnauze, Alter, du hast gar nichts geplant. Nils, der kann doch einfach geschlagen werden. Wer? Der Turm von Nils. Ja, einfach mein Bauer. Hä? Von was denn? Herr Olli, 10, du kannst doch einfach 9, den Turm schlagen 8, mit deinem Turm. 7, oh, ja. 6, schlag den Turm von Nils. 5, 4, du? Nein, du bist Affe, Henning. Wenn ich schon nicht mehr mitspielen darf, dann würde ich wenigstens so das Spiel beeinflussen. Na warte, ich hole mir jetzt einen Bauer. Hol dir mal einen Bauern. Bauer! Der Turm ist weg. Hey, warum ist der Turm weg? Felix? Oh, Junge. Hey, ich war, ich dachte, ich wieso bin ich denn schon raus, wenn die alle so blitzen? Was denn? Hä? Wo war denn der Turm weg? Ich seh's nicht. Von da. Du bist der, jetzt. Ach so. Ich dachte, ich hätte es schon gemacht, das war echt dumm. Oh, doppelte Bauern. Das wird jetzt schwierig im Endgame. Oh nein, Nils kann mich einfach schlagen. Oh, was ist das denn für ein Bums? Kann ich einfach schlagen, was? Wenn ich jetzt nach vorne gehe. Ach so. Ach, der Ehrenfelix. Dann schlag ich dich halt gleich einfach. Nein, das machst du nicht. Das werde ich schön zu verhindern wissen. Ah nein. Wieso hast du nicht den Läufer geschlagen, ja? Olli. Hä, welchen Läufer? Von Nils, der jetzt dich geschlagen hat. Oh, ich habe nicht gesehen, dass ich einen Läufer hatte. Ja, der war undercover. So wie der Typ letztens im Dings. Hä? Ach, ich bin gar nicht dran, deswegen. Ich wollte gerade sagen. Das war meine Dame, oder? Ja. Das war deine Dame. Schade.
Nein, Felix. Hey, Felix, ne? Ist schon wieder. Gut, die Punkte sind halt, weil du mich schachmatt gesetzt hast, aber. Die 20 Punkte entscheiden halt echt alles. Aber trotzdem. Es geht. Hm. Ja, schon. Hä, ich kann nicht ziehen. Ach, weil ich im Schach stehe. Ach so, hoppla. Felix hat auch einfach zwei Damen, ne? Die eine ist die ganze Zeit da unten versteckt. Und der hat noch einen Turm und einen Springer übrig. Der macht das schon nicht schlecht. Auch Felix, bitte. Ich schlage jetzt Sennys Läufer. Vielleicht kriege ich dafür noch ein paar Pünktchen. Ja, hier ist eine Fliege in meinem Zimmer. Das ist super nervig. Das ist, was du hier probierst, ist absolut erfolglos. Das sagt meine Mama auch immer. Nils geht wieder auf Reisen. Also, eigentlich kann er nicht schief gehen. Nils, ja. Komm, wir gehen zusammen auf Reisen. Jetzt, ich komm zu dir. Nein. Felix. Nimm mal da bitte deine Dame da weg, Felix. Die steht voll im Weg, Alter. Du kannst wieder Doppelschach setzen. Jetzt mach doch mal hier Schicht im Schacht. Das mache ich lieber. Das ist noch besser. Buh. Ah, ich kann ja hier. Oh. Kann man da in der lang? Natürlich. Aha. Nils, komm rum. Wir machen eine Party. Ich bin immer im Schach wegen irgendwelchen Trottels. Ja, Nils ist jetzt Schachmann. Fuck, nein, Nils. Nils. Kannst du nicht einfach noch so sagen. Das ist my old friend. Ja, wenn ach, Felix jetzt seine Dame hier heißt. Ich spiel noch. Boah, du. Mein Gott. Ja, oh, zwei Schritte kann ich nach vorne gehen. Oh, ist jetzt nicht. Theoretisch, Felix darf den Bauern nicht schlagen, ne? Sonst ist Patt. Welchen Bauern? Ja, jetzt ist egal. Den Bauern, der von Nils. Der hier, der da stand. Sonst wäre Patt gewesen. Kann der nicht auf das schwarze Feld gehen? Nein, ach, da stand die Dame die ganze Zeit. Ja, ja. Oh, die habe ich übersehen. Oh, Felix ist viel zu dominant in diesem Modus. Was soll das denn? Weil ihr mich die ganze Zeit am Anfang rauskegelt, dann kommt er da hinten und macht euch alle fertig. Nein. Ich weiß nicht mal, was ich alles deck. Gerade. Olli? Ja, ich lasse die Zeit auslaufen. Was? Was ist das für eine Strategie? Oh, fuck. Okay. Gut. Nils und Felix haben gesagt, ihr seid jetzt raus, ne? Ja, also zumindest mit Schach. Das, dann werde ich jetzt auf den Stream. Dann an die Leute, die auch da sind, vielen Dank fürs Zugucken. An die Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Zugucken, weil sich das auf jeden Fall viele Leute auf YouTube angucken. Und dann sehen wir uns spätestens nächste Woche Freitag beim Halbfinale. Das wird spannend. Schaltet da auf YouTube ein. Dann den Highlight-Zusammenschnitt des Streams, oder? Richtig. Da gibt es mega Highlights. Wie Erik komplett motivationslos war, wie Philipp komplett motivationslos war, das war auf jeden Fall nice. Dafür